Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen in der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute zur Buchvorstellung Mehmet Daimergülers neues Buch Empörung reicht nicht. Unser Staat hat versagt, jetzt sind wir dran. Mein Plädoyer im NSU-Prozess. Im Verlag Bastei-Lübbe, vor wenigen Tagen erschienen, vor ein paar Tagen mehr noch in München plädiert. Sprich, wir sind jetzt hier ganz aktuell, was die Diskussion angeht, und möchte vorher nochmal sagen, falls doch kein Platz mehr da ist, wir haben drüben noch eine Livestream-Übertragung, das, drüben sind auch noch Plätze dann, falls jemand nicht die ganze Zeit stehen möchte. Herzlich willkommen, Mehmet Daimergüler, zu unserer Vorstellung. Buchvorstellung ist ja auch quasi Premiere des Buches, wenn ich das vom Verlag richtig gehört habe, die erste Veranstaltung des Buches. Mehmet Daimergüler ist Rechtsanwalt und ist im NSU-Prozess Vertreter der Nebenklage. Herzlich willkommen und schön, dass wir das Buch hier vorstellen können. Wir haben um zwei Kommentare zu dem Buch gebeten. Das ist zum einen Heike Kleffner, Journalistin, die dieses Buch vorstellen wird. Sie ist aber auch Fachfrau für NSU bzw. für diesen ganzen Komplex, weil sie für die Bundestagsfraktion Die Linke die wissenschaftliche Mitarbeiterin war, als es im Bundestag um den NSU-Untersuchungsausschuss ging. Vielleicht kennen Sie sie aber auch durch ihr neues Buch, was sie mit herausgegeben hat, Untersachsen. Zwischen Wut und Willkommen. Das ist, denke ich mal, auch eine zweite Ebene, die für uns heute wichtig ist. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Cem Özdemir, Vorsitzender von Bündnis 90 und Mitglied des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Danke, dass du sozusagen so kurzfristig vor wenigen Stunden quasi zugesagt hast, diese Veranstaltung zu machen. Der zweite Kommentar wird dann von Cem Özdemir sein. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Sonjenko. Ich bin hier in der Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem zuständig für den Bereich Rechtspopulismus. Und das ist, denke ich mal, eine interessante und wichtige Facette des Ganzen, das, was wir heute diskutieren werden. Willst du noch zustehen bleiben? Oder? Ja. Machen wir erstmal zu. Wir sind aber nicht ganz unter uns. Sie sehen die verschiedenen Kameras hier. Wir werden das Ganze oder zeigen das Ganze auch im Livestream. Auch wer danach diese Veranstaltung sich nochmal anschauen möchte, kann das gern tun. So, jetzt beginnen wir mit dem Plädoyer. Mehmet Daimergüler, bitte um die Thesen des Buches. Vielen Dank, Herr Sorgenko. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das Verfahren in München neigt sich. Wir haben fast 400 Hauptverhandlungstage und wir befinden uns eigentlich in einer sehr, sehr paradoxen Situation. Die Paradoxie besteht darin, dass wir in manchen Bereichen sehr viel erreicht haben und in anderen Bereichen wir im Grunde genommen heute weniger wissen als vor 4 Jahren. Lassen Sie mich mit dem positiven Aspekt beginnen. Der positive ist, wir haben dort 5 Angeklagte. Ich glaube, am Ende des Tages werden alle Angeklagten verurteilt. Insbesondere denke ich, dass Frau Tschepe am Ende als Mörderin verurteilt werden wird. Und wenn man jetzt sagt, der ganze Sinn und Zweck eines Strafverfahrens ist die Produktion, die Herstellung eines Urteils und aus Sicht der Staatsanwaltschaft eines idealerweise verurteilenden Urteils, dann kann man sich entspannt zurücklehnen und sagen, das ist gut gemacht. Alles gut, jetzt machen wir den Aktendeckel zu, machen weiter. Und das ist so die Haltung der Bundesanwaltschaft. Wenn man aber sagt, dass so ein Urteil genauso wenig Selbstzweck ist wie das Strafverfahren insgesamt, wenn man sagt, dass so ein Strafverfahren eine soziale Funktion erfüllt, nämlich die Wiederherstellung des Rechtsfriedens, dann kann man nicht zufrieden sein. Und genau das sagt das Bundesverfassungsgericht, sagt der Bundesgerichtshof, sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass ein Strafverfahren die Wiederherstellung des Rechtsfriedens der Wiederherstellung dienen soll. Und zugleich sagt das Bundesverfassungsgericht,
Die Wiederherstellung wird nicht dadurch gewährleistet, dass alle offenen Fragen beantwortet werden. So naiv ist niemand, auch nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern alle staatlichen Organe müssen im Rahmen des Strafverfahrens demonstrieren, dass sie alles Mögliche, alles rechtlich Zulässige tun, um offene Fragen zu beantworten. Und offene Fragen betreffen nicht nur die Tat im engeren Sinne, sondern die Entwicklung, die Vorgeschichten, Seitenaspekte, auch die Frage, wie mit den Überlebenden der Straftat umgegangen wurde. All diese Fragen, das sagt das Bundesverfassungsgericht, gehört zum Strafverfahren. Und die Bundesanwaltschaft als oberste Strafverfolgungsbehörde dieses Landes hat dies nach Kräften sabotiert, diesen Ansatz. Wesentliche und entscheidende Fragen wurden in diesem Prozess nicht beantwortet. Und lassen Sie mich das auf drei Punkte zusammenfassen. Die erste Frage ist, wie groß war, ist der NSU wirklich? Die Bundesanwaltschaft sagt, eine isolierte Zelle aus drei Personen. Mundlos, Böhner, Zschäpe. Nach dem deutschen Strafrecht braucht man für die Bildung einer Terrororganisation drei Personen. Wenn zwei tot sind, hat sich auch das Problem NSU erledigt. Was sehr, sehr praktisch ist. Isolierte Zelle aus drei Personen. Jetzt haben wir ja schon in München weitere vier Angeklagte, denen ja Unterstützungshandlungen für den NSU vorgeworfen werden. Das heißt, diese isolierte Zelle hat offensichtlich noch vier Unterstützer. Okay. Jetzt haben wir im Strafverfahren 24 Zeuginnen und Zeugen gehört. 24, die ganz offen zugaben, Kontakt zum Trio gehabt zu haben und auch dem Trio geholfen zu haben. Und wir reden hier nicht über Kinkerlitzchen. Der eine hat eine Wohnung besorgt, der andere Geld, der dritte Waffen. Das heißt, die isolierte Zelle aus drei Personen hatte die vier Unterstützer, die im Gerichtssaal sitzen, plus 24 Leute, die als Zeuginnen und Zeugen bislang identifiziert worden sind. Das heißt, wir haben schon es mit 28 Personen zu tun. Und spätestens an dieser Stelle, und vielleicht ist mein Deutsch nicht gut genug, aber ich stelle mir unter isoliert und Trio was anderes vor, als drei Leute, die unterstützt werden von einem Haufen anderer Leute. Nein, die Wahrheit ist, der NSU war eingebettet in ein deutschlandweites Netzwerk von Neonazis. Diese Netzwerke bestanden vor dem NSU, bestanden während des NSU und bestehen auch heute noch. Ja? Heike Kleffner wird vielleicht noch was zu sagen, aber Organisationen wie Blatt und Anna zum Beispiel, ja, oder die Hammerskins, all diese Organisationen hatten Verbindungen zum NSU. Man kann nicht davon reden, dass wir es hier mit einer isolierten Zelle zu tun hatten. Die zweite Frage, die in diesem Verfahren offen geblieben ist, ist die Rolle von Verfassungsschutzbehörden. Die Bundesanwaltschaft hat immer in diesem Verfahren so getan, als hätte der Staat, insbesondere Verfassungsschutzbehörden, mit dem NSU-Komplex gar nichts zu tun. Und das ist absurd. Der NSU ist entstanden aus dem Thüringer Heimatschutz. Der Thüringer Heimatschutz hatte so bummelig 160 Mitglieder, von denen waren über 40 V-Leute. Über 40, 25%. Und wenn man genauer auf diese Zahl schaut, wenn man sich die Frage stellt, wer war denn so V-Mann, dann war das nicht der dauerbetrunkene Skinhead, sondern die Führungsleute. Die Typen, die Webseiten betrieben haben, die Magazine betrieben haben, die Demos organisiert haben, die Rudolf-Hess-Gedenkmärsche gemacht haben, die Macher. Die Macher waren alle V-Leute. Ja, und dann reden wir nicht von 25% V-Leute, sondern wir reden, wenn man auf die Führungsspitze guckt, von 80, 90, 100%. Und wenn man eine Organisation über Jahre hinweg unterstützt, eine Szene beim Aufbau unterstützt, dann kann man anschließend nicht so tun, als hätte man nichts damit zu tun. Wie sah denn die Unterstützungshandlung aus? Die führenden Macher in der Neonazi-Szene bekamen staatliches Geld. Die wurden alimentiert. Und jeder, der in diesem Saal mal eine Bürgerinitiative gestartet hat oder einen Verein, der weiß, wie schwierig das ist. Man hat nicht genug Zeit, man muss arbeiten, man muss studieren, man hat nicht das Geld, um dies oder jenes zu machen, man rennt dem Geld hinterher. All diese Sorgen hatten führende Neonazis nicht. Beim Thüringer Heimatschutz, der Chef, Tino Brandt, bekam über 100.000 Euro im Laufe der Zeit. Autos wurden angemietet, Handys, Laptops, all diese Geschichten. Und wenn man sich diese Geldfrage mal genauer anschaut, wir hatten Tino Brandt einige Male als Zeugen im Gerichtssaal in München. Und er sagte, na klar habe ich Kontakt gehabt zum Trio. Ich habe denen auch Geld gegeben. Ja, welches Geld denn? Ja, das Geld vom Staat. Und das ist eine Information, die
eigentlich uns alle fassungslos machen sollte. Denn 98, 99, nach dem Untertauchen, hatte das Trio noch kein Geld. Damals haben die noch keine Banken überfallen. Dennoch hatten die Geld genug, um für 2500 Mark eine Cesca 83 zu kaufen. Eine Cesca, mit der dann 9 Migranten umgebracht worden ist. Und gleichzeitig haben wir da einen Zeugen im Saal sitzen, der sagt, na klar habe ich Geld bekommen und weitergeleitet. Und eigentlich müsste sich an dieser Stelle der Himmel öffnen und alle müssten sagen, das kann doch nicht sein. Und vielleicht sind wir im Gerichtssaal alle schon so zynisch geworden, dass wir das hören, ohne dass wir sprachlos werden. Die Bundeskanzlerin dieses Landes hat eine sehr, sehr beeindruckende Rede gehalten im Februar 2012 zu den Überlebenden des NSU. Und sie hat gesagt, sie hat versprochen, sie hat ihr Wort gegeben und hat gesagt, wir werden alles tun, um die Hintermänner und die Helfershelfer aufzuspüren. Wir werden alle mit Hochdruck daran arbeiten. Alle deutschen Behörden werden mit Hochdruck daran arbeiten, aufzuklären. Und dann haben wir eine Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal, die anders als das Gericht eben nicht unabhängig ist. Den Richtern kann das egal sein, was die Bundeskanzlerin verspricht. Die sind unabhängig und das ist auch gut so. Aber die Bundesanwaltschaft, der sollte es nicht egal sein. Und lassen Sie mich da zu diesem Thema eine Episode erzählen. Wir haben einen führenden Neonazi aus Nordhessen als Zeugen geladen. Dieser Mann hatte telefoniert mit dem Geheimdienstler Andreas Temme, bevor dieser zum Internetcafé fuhr, wo Halit Yozgat umgebracht wurde. Der Temme war ein paar Mal Zeuge bei uns im Saal und hat gelogen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Davon bin ich fest überzeugt. Wir wissen aber aus den Metadaten, dass er 11 Minuten 48 Sekunden mit diesem Neonazi telefoniert hatte. Und wir haben Herrn Temme gefragt, worüber habt ihr denn so gesprochen? Und er sagte, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir diesen Neonazi als Zeugen gehabt. Auch V-Mann. Und er kam im Anwalt und er konnte sich natürlich an nichts erinnern. Und am Ende fragte eine Kollegin aus der Nebenklage, sagen Sie, Ihr Anwalt kommt aus Wiesbaden, Sie aber aus Kassel. Warum nehmen Sie sich einen Anwalt, der so weit weg wohnt? Und dann sagt der Zeuge, geht Sie nichts an. Ging uns aber was an. Und wir haben dann gezwungen zu antworten. Und er sagte, wurde mir empfohlen. Ja, von wem denn? Langes hin und her. Und dann sagt er, ja, wurde mir empfohlen von der Behörde. Ja, von welcher Behörde denn? Ja, vom Hessischen Landesamt für Verfassungsschutz. Und wer bezahlt den Anwalt? Ja, der Verfassungsschutz. Darauf gehen wir als Nebenkläger hin und sagen, wir beantragen die Entpflichtung dieses Anwalts und die Bestellung eines neuen. Und dann sagt die Bundesanwaltschaft, nee, so wie es ist, ist alles in bester Ordnung. Und dann haben wir doch ein politisches Problem, wenn die Regierungschefin sagt, alle Behörden arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung und eine Bundesanwaltschaft, die im Gerichtssaal das Gegenteil praktiziert. Und das kann doch nicht sein. Die Rolle der Verfassungsschutzbehörden in diesem Komplex ist nicht aufgeklärt. Und die Nichtaufklärung geht in weiten Teilen auf das Konto der Verfassungsschutzbehörden selbst, die reihenweise Akten vernichtet haben, aber auch auf das Konto der Bundesanwaltschaft. Und der dritte Punkt, der in diesem Verfahren nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es hätte bekommen müssen, ist die Frage nach Rassismus. Der Rassismus der Nazis, aber auch der Rassismus innerhalb der Polizeibehörden. Es ist absurd, in einem Verfahren, wo es um eine Terrororganisation geht, die 9 Migranten umgebracht hat, die über 30 Mordversuche begangen hat, 2 Bombenanschläge, war dieses Thema nicht präsent. Die einzigen, die über Rassismus sprachen, waren die Nebenklageanwälte und die Opfer selber, die im Saal waren. Die Wahrheit ist, die Menschen wurden aus rassistischen Gründen umgebracht und die Morde wurden nicht aufgeklärt aus rassistischen Gründen. Wir haben beim NSU-Komplex die Möglichkeit, das Verhalten, die Ermittlungsarbeit von Polizeidienststellen in ganz Deutschland miteinander zu vergleichen. Die Morde fanden statt in München, in Nürnberg, in Kassel, Dortmund, Rostock und Hamburg. Und die haben in weitestgehend unabhängig voneinander gearbeitet. Aber was man sehen konnte, ist, dass die wie Fische in einem Schwarm synchron agierten und reagierten. Die Opfer durften keine Opfer sein. Hinweise auf die wirklichen Täter wurden ignoriert. Wir haben über 140 polizeiliche Zeuginnen und Zeugen gehört, von denen hat sich ein einziger umgedreht und den dort sitzenden Halbwaisen und Witwen gesagt, es tut mir leid, was wir damals mit ihnen gemacht haben. Alle anderen saßen breitbeinig da vorne und taten so, als sei das, was sie damals gemacht hatten, in bester Ordnung.
Und lassen Sie mich dafür nur zwei, drei Beispiele geben. Enver Şimşek war das erste Opfer der Ceska-Mordserie, nach dem, was wir heute wissen. Der Mann lag noch zwei, drei Tage im Krankenhaus, bevor er starb. Die Polizei fährt zur Witwe. Die Witwe will sofort ins Krankenhaus und die Polizei nimmt sie stattdessen mit auf die Wache, um sie zu vernehmen. Und lässt die Frau nicht zum sterbenden Mann. Später legen die Polizeibeamten ihr Fotos vor und sagen, kennen Sie diese Frau? Und Frau Şimşek sagt, nein, das ist die Geliebte Ihres Mannes. Die haben auch gemeinsame Kinder. Wussten Sie das? Wollen Sie jetzt nicht was dazu sagen, dass Ihr Mann auch in Rauschgiftgeschäfte verwickelt war? Und Frau Şimşek sagt, mein Mann hatte nichts mit Rauschgift zu tun und ich kenne die Frau nicht, aber wenn mein Mann eine Geliebte hatte, dann muss er diese Frau geliebt haben. Ich will sie kennenlernen, dann sind das auch meine Kinder. Aber das muss man sich mal vorstellen. Eine Frau, die gerade ihren Mann verloren hat, wird vorgelogen, der Mann habe eine Geliebte gehabt, um sie aus der Reserve zu locken. Und das ist unglaublich. Wir haben polizeiliche Zeugen da gehabt. Und ich habe die polizeilichen Zeugen zum Teil ja gefragt im Saal. Sagen Sie, warum haben Sie eigentlich nach der Ermordung von Ismail Yaşar, dem Vater meiner Mandantin, warum waren denn eigentlich Drogensuchende da? Der Herr Yaşar hatte nie was mit Drogen zu tun gehabt. Kaum war der Mann tot, waren die Drogenhunde im Dönerladen. Man hat sogar die Dönerspieße einer Feinstaubuntersuchung unterworfen. Und diese Art von Fragen wurden ständig unterbrochen, beanstandet von der Bundesanwaltschaft mit der Begründung, was hat denn das mit der Schuld von Frau Tschepe zu tun? Und damit nicht nur die soziale Funktion eines Gerichtsverfahrens zerstört, sondern auch einfach die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des BGH ignoriert. Und letzter Punkt, man kann die Arbeit der Polizei aufgrund ihrer Handlungen bewerten, aber auch aufgrund der Akteninhalte. Wir haben eine sogenannte operative Fananalyse aus dem Januar 2006 vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Die haben diese operative Fananalyse geschrieben im Auftrag der bayerischen Polizei. Ziel ist es, so ein Täterprofil zu erstellen. Und so eine operative Fananalyse, da arbeiten 20, 30 Beamtinnen und Beamte dran. Keine Verkehrspolizisten, sondern erfahrene Kriminalisten, zum Teil Diplompsychologen im Polizeidienst. Und die haben dann 200 Seiten darüber geschrieben, wer wohl der Täter sein kann. Da wird gleich von Anfang an gesagt, alle Opfer sind Teil der organisierten Kriminalität. Beweise haben wir nicht, aber das illustriert, wie hochgradig gefährlich diese Leute sind, weil die waren so konspirativ, dass man gar keine Beweise hat für ihre Schuld. Das ist natürlich ein Zirkelschluss, den man sich nicht entziehen kann. Und dann wird da weitergeschwurbelt und dann heißt plötzlich, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter hinsichtlich ihrer Normen und Wertordnung von weit außerhalb stammen. Punkt. Also dieser Satz sagt, wir Deutschen, wir haben so eine überlegene Kultur. Unsere Kultur ist so dufte, dass es bei uns echt ein Tabu ist, Menschen umzubringen. Aber bei den Ausländern offensichtlich nicht. Und jetzt kann man ja sagen, von weit außerhalb stammen Ausländer, das können ja auch Isländer sein oder Norweger oder Kanadier. Und dann heißt es weiter, um auch diese Frage zu klären, alle Opfer wurden in einer besonders brutalen Art und Weise umgebracht. Daher kann man davon ausgehen, dass es hier nicht nur um die Begleichung geschäftlicher Rechnungen ging, sondern dass es im Hintergrund auch einen Häuptling gibt. Häuptling steht da, dessen Ehre verletzt worden ist. Und der diese Ehrverletzung rächen will. Und solche Ehrbegriffe existieren nur in Süd- und Südosteuropa. Und das ist die Logik. Das ist die Logik, mit der man vorgegangen ist. Das ist die Logik, mit der man 9 tote Menschen zu Kriminellen gemacht hat, mit der man Witwen und Halbwaisen kriminalisiert hat, deren Telefone man abgehört hat, deren Brief man gelesen hat, die man im Grunde genommen einfach zu 10 Jahren sozialer Isolation verurteilt hatte. Und es ist ja nicht so, dass diese Menschen nicht gegenüber der Polizei ihre Unschuld beschworen hätten. Die haben ja gesagt, wir sind unschuldig, das müssen Nazis sein. In Kassel haben Tausende demonstriert. Nur die Polizei wollte nicht hören. Das war halt nicht wichtig. Am Anfang hat die Bundesanwaltschaft plädiert vor ein paar Wochen. Als allererster hat Dr. Diemer plädiert, der ranghöchste Vertreter der Bundesanwaltschaft. Und er sagte,
Das sind die Angeklagten. Mehr Täter gibt es nicht und alles andere ist Fliegengesumme. Und das ist genau diese Hochmut. Diese Hochmut, andere rechtliche Bewertungen, andere Einschätzungen abzutun als Fliegengesumme. Es ist genau die Hochmut, die dazu geführt hat, dass man den Opfern damals auch nicht zugehört hat. Und deswegen, eine der Thesen aus diesem Buch ist, dieses, wir haben aus dem NSU gelernt. Das will ich in Frage stellen. Was haben wir denn eigentlich aus dem NSU gelernt? Was genau haben wir gelernt? Die einzigen Empfehlungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses von 2013, die umgesetzt worden sind, laufen auf eine Stärkung der Verfassungsschutzbehörden heraus. Und wenn das ist, was wir gelernt haben, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Daimar-Güler, zu den Fragen, was wir vielleicht doch gelernt haben, beziehungsweise was wir anders machen sollten ab heute, beziehungsweise nach dem Prozess kommen wir noch. Ich würde jetzt gerne zu den beiden Kommentaren kommen und habe mir bei Cem Özdemir ein Zitat rausgesucht. Wenn ich mir den Prozess so anschaue, bleibt ein sehr ungutes Gefühl, dass wir immer noch nicht alles auf dem Tisch haben, was damals passiert ist. Das ist ja doch wohl das, was Herr Daimar-Güler jetzt ausgeführt hat. Was ist zu tun sozusagen? Was ist mit der Empörung? Wie empört bist du? Ich will erst mal eingangs sagen, in dem Buch gefällt mir gut, dass der Mehmet die Opferperspektive auch einnimmt. Das hat er ja zum Schluss gesagt, dass, wenn wir ehrlich sind, ja jetzt nicht nur der Staat versagt hat, sondern wir alle. Also ich will ausdrücklich auch die Medien mit einschließen, die Politik, als auch die Medien. Erinnern wir uns mal an die Spiegelberichte und die anderen Berichte, die es damals gab, die ja das Wording völlig unkritisch übernommen haben. In anderen Fällen gucken wir ja gerne immer kritisch auf das, was da vorschnell verlautbart wurde. Hier hat es einfach gepasst mit der Soko Bosporus und die Dönermorde und man hat alles das unkritisch übernommen. Von der Politik, wir, als auch die Medien, als auch der Rest der Gesellschaft. Das gilt ausdrücklich auch für die, die sich dann, nachdem die Fälle aufgedeckt worden sind, bei den Opfern gemeldet haben. Da waren, glaube ich, die wenigsten dabei, die auch in diesen vielen schmerzhaften Jahren an der Seite der Familien gestanden sind. Also das schreibst du ja auch in deinem Buch selbstkritisch über dich und ich habe mich da selber dabei entdeckt, das gilt für mich genauso. Also habe ich irgendwelche der Opferfamilien in der Zeit besucht? Nein. Also ich habe sie besucht, nachdem das aufgedeckt wurde und hatte eigentlich erstens ein Déjà-vu und zweitens ein großes Erschrecken. Das zweite Erschrecken hält bis heute an, das Déjà-vu, weil wir, ist nicht ganz vergleichbar, aber so eine Serie von rassistischen Morden hatten wir schon mal Anfang der 90er Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung in Ost wie West. Im Westen, wir kennen das mit Solingen und mit Mölln, Schütze der Nacht, rechtsradikalen Tätern, die dort Häuser angezündet haben. Im Osten dagegen, hatten wir es mit Art Pogrom zu tun. Das geschah ja nicht im Schutze der Nacht, sondern am helllichten Tag. Wir konnten die Bilder in den Fernsehkameras ja verfolgen. In den Hauptnachrichten konnte man zuschauen, wie Menschen versuchen, ein Haus anzuzünden. Und ich erinnere mich damals dran, wie man Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Magdeburg am Herrentag, wie dort eben Jagd gemacht wurde auf die Leute. Und parallel dazu wurden quasi Angreifer interviewt. Und man sprach mit der Polizeieinsatzleitung, die hoffnungslos überfordert war, wie es ihnen denn geht. Ja, wir versuchen gerade mit denen zu verhandeln. Hallo? Mit potenziellen Mördern verhandeln? Wo machen wir das denn sonst in der Republik? Nennen Sie mir mal ein Beispiel, wo wir mit potenziellen Mördern, die mit der Absicht, Menschen anzuzünden, verhandeln. Worüber denn? Worüber verhandle ich mit Menschen, die andere Menschen anzünden wollen? Es gab dann ja ein Erschrecken, übrigens, wenn wir ehrlich sind, war das Erschrecken ja eins, dass aus der Zivilgesellschaft kam und dann die Politik zum Handeln bewegt hat, nicht umgekehrt. Das gehört ja auch zur historischen Wahrheit zu. Und das Erschrecken, das war, dass ich eigentlich davon ausging, danach hat die Lernkurve in der Republik dazu geführt, dass sich sowas nicht wiederholen kann. Sowohl in der Zivilgesellschaft als auch in der Politik. Vielleicht werden sich manche daran erinnern, Mehmet kennt es, es gab ja mal so eine Serie von Bränden in Deutschland, von Häusern bei Leuten mit Migrationshintergrund. Und dann wurde ja berichtet, auch in der türkischen Presse, auch ein bisschen politisiert, weil da wird was verdeckt und geheim gehalten. Und ich gehörte eigentlich zu denjenigen, die immer gesagt haben, hey, wir leben in einem Rechtsstaat.
Also wenn es hier was zu gibt, dann gibt es die Institutionen, die Parteien, die Opposition, die Gewaltenteilung, die unabhängige Presse. Dann werden wir das mitkriegen und werden das öffentlich machen. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Darum lasst es einfach, da jetzt zu pauschalisieren oder da etwas zu unterstellen, was es nicht gibt. Und als dann die Meldungen kamen, deshalb eben das Erschrecken, fühlte ich mich auch in meinem eigenen Bild von meinem eigenen Land. Es handelt sich um mein Land, dessen Bürger ich nicht nur bin, sondern wo ich einem Verfassungsorgan angehöre, extrem verunsichert. Und ich muss leider mehr mit zustimmen, was das Fazit angeht. Das Versprechen unserer Kanzlerin ist nicht erfüllt, weil man eben sich sehr schnell auf die These geeinigt hat. Also was heißt, man hat sich geeinigt, also die Bundesanwaltschaft, Teile der Politik, dass man eben gesagt hat, es handelt sich um diese drei Täter mit einem Unterstützernetzwerk. Zwei haben sich selbst getötet und eine steht jetzt vor Gericht mit einem Unterstützernetzwerk. Und wenn die verurteilt wird, du hast es ja gesagt, dann ist der Fall damit quasi aufgearbeitet, nächstes Kapitel. Dem ist aber mitnichten so. Also ich würde immer von der Täterthese sprechen, denn bis jetzt bin ich nicht überzeugt davon, dass diese These die richtige ist. Und was ich schon sehr bemerkenswert finde, normalerweise ist es im Deutschen Bundestag ja immer so, dass Regierung und Opposition sich immer sehr streiten und zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber als die Debatte im Bundestag stattfand über den zweiten Untersuchungsausschuss, wir haben zwar ein Sondervotum abgegeben als die Grünen, weil wir mit manchen Dingen nicht einverstanden waren, vor allem bei den Schlussfolgerungen. Aber immerhin, das muss ich sagen, auch zur Ehrenrettung der Kollegen der anderen Fraktionen, praktisch alle Redner von CDU, CSU bis zur Linkspartei waren sich einig darin, dass sie nicht überzeugt sind von dem, was ihnen da vorgelegt wurde. Insbesondere was den Verfassungsschutz angeht, aber auch was den Prozess angeht. Jetzt stellt sich natürlich abschließend die Frage, wenn es den Parlamenten nicht gelungen ist, aufgrund von Diskontinuität, die Legislaturperiode endet nach 4 Jahren, das braucht eine Weile, bis so ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, bis er arbeitet, dann beginnt eine neue Legislatur, da mussten dann wieder mit neuen Leuten zum Teil anfangen. Dann hatten wir das massive Problem, was übrigens uns auch nicht zur Ehre gereicht, dass in den Ländern es ja zum Teil extrem schwierig war, Untersuchungsausschüsse einzurichten. Ich will das übrigens parteipolitisch wirklich neutral sagen. Das gilt auch zum Teil für meine eigene Partei, die sich da nicht immer mit Ruhm bekleckert hat. Da braucht es sehr viel Druck. Ich habe den auch versucht zu entfachen. Andere haben es auch gemacht. Bis dann in den Ländern, in denen die Morde stattgefunden haben, auch zum Teil Untersuchungsausschüsse eingerichtet worden sind. Aber auch da war das Mandat immer nicht so, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und dann war die Dauer der Untersuchungsausschüsse zu kurz. Also, worauf ich hinaus will. Wenn die Untersuchungsausschüsse das nicht vollständig aufklären können, und das, was Mehmet sagt, stimmt, und daran besteht ja kein ernsthafter Zweifel, dass das Gericht das auch nicht aufklären kann. Da stellt sich ja die Frage, wer klärt es dann vollständig auf? Also wer kümmert sich um die restlichen Puzzleteile? Und vielleicht erinnern sich alle daran, welchen Streit es gab, als der Prozessanfang war, um die Plätze oben beim Prozess. Da gab es ja diesen auch unwürdigen Streit mit der ausländischen Presse und so, das hat sich ja dann Gott sei Dank geklärt. Aber im Laufe des Prozesses waren da nicht mehr so viele da. Und auch Journalisten, ich nenne jetzt keine Namen, auch von Berliner Medien, die an dem Prozess teilnehmen mussten, die mussten sich dann selber finanzieren, um teilzunehmen. Das heißt, also auch das finde ich extrem betrüblich, dass auch da die Begleitung des Prozesses nicht mehr auf die Weise stattgefunden hat, wie das sein muss. Also wenn das stimmt, dass das einer der größten Skandale des Nachkriegsdeutschlands ist, dann finde ich, ist die Bilanz, ich würde von der Zwischenbilanz sprechen, keine sehr erfreuliche für uns, was wir bis jetzt aufgeklärt haben. Darum folgt für mich zwingend die Aufgabe jetzt für die neue Legislatur des Bundestags, das gilt aber auch für die Landesparlamente und das gilt für die Justiz, das gilt für euch Anwälte, das gilt für die Zivilgesellschaft, für uns alle, dass dieser Fall erst dann abgeschlossen ist, wenn wir alles das wissen, was uns versucht wurde zu verheimlichen, durch Aktenschreddern, durch fingierte Informationen. Mehmet kennt das besser, was zum Teil mit den Untersuchungsausschüssen gemacht wurde, wie also bewusst versucht wurde, sie in der Nase rumzuführen. Das ist eines Rechtsstaats nicht würdig und verlangt zwingend danach, dass wir diesen offenen Fragen nachgehen.
Heike Kleffner schreibt seit Anfang der 90er Jahre über rechte Gewalt, also ist Fachfrau für das Thema. Wie ordnet sich jetzt dieser Prozess ein und wie ordnet sich jetzt auch dieses Buch von Mehmet Daimergüller für dich ein? Ich habe das Buch mit wirklich großem Gewinn gelesen und ich nenne einfach mal drei Gründe, aus denen es sich absolut lohnt, das Buch zu lesen. Und ich will anfangen mit der Schilderung des Netzwerks, die Sie machen, Mehmet Daimergüller, und die Sie ja eben auch nochmal aufgerufen haben. Das Netzwerk von bis heute aktiven Neonazis, Ihre Schätzung von 2 Dutzend Helferinnen und Helfern, die überhaupt nicht angeklagt sind und wahrscheinlich auch nie angeklagt werden, ist ja noch eine sehr zurückhaltende Schätzung. Und wie sehr diese Helferinnen und Helfer inzwischen sich wieder bestärkt fühlen in dem, was sie bis heute tun und wie sehr sie von der Kultur der Straflosigkeit profitieren, habe ich letzte Woche in Chemnitz erfahren. Da haben wir nämlich eine Lesung gemacht, die hieß Der nationalsozialistische Untergrund in und unter Sachsen. Die Lesung war sehr voll und in der hintersten Reihe saß ein Mann, der sich dann als Hendrik Lasch entpuppte. Einer der engsten Freunde von Uwe Mundlos schon zu der Zeit, als Uwe Mundlos noch nicht gesucht wurde und dann, als Uwe Mundlos quasi die Wohnung wechselte, zusammen mit Bödenhardt und Schiepe und in Chemnitz von den Kameraden von Blatt und Anna untergebracht wurde, war Hendrik Lasch derjenige, der ihm bei Computerproblemen half, der mit ihm T-Shirts druckte nach dem Entwurf von Mundlos. Das hat er auch alles vor Gericht eingeräumt. Und man würde jetzt denken, dieser Mann, der weiß, worum es geht, ja? Unterstützung von der terroristischen Vereinigung, mal mindestens, hält sich zurück. Nein, das Selbstbewusstsein, mit dem dieser Mann in den Veranstaltungsort geht, der in Chemnitz klar als alternativ nicht rechts markiert ist, Veranstaltungen, wo es eine Ausschlussklausel gab, war bemerkenswert. Und die Botschaft bei jungen Chemnitzerinnen ist nämlich auch angekommen. Die Botschaft von Hendrik Lasch und seinen Freunden ist, Chemnitz ist ihre Stadt. Und wenn man sich die aktuelle Statistik von rechten Angriffen anguckt in Chemnitz, dann finden wir Schüsse auf alternative und linke Wohnprojekte, dann finden wir regelmäßige Zerstörungen, Sachbeschädigungen, schwerster Art an Parteibüros von den Grünen, von den Linken, anderen demokratischen Parteien, dann finden wir regelmäßige Angriffe auf Geflüchtete, auf junge Linke. Und das ist eine der Kontinuitäten, von denen Sie sprachen. Und dafür trägt auch der Generalbundesanwalt meiner Ansicht nach eine Mitverantwortung, der eben keinen Wert darauf gelegt hat, das Netz der Unterstützer nicht nur bis zum Ende auszuleuchten, sondern auch von dem strafgesetzlichen Rahmen, den es ja gibt, wirklich Gebrauch zu machen für Unterstützungshandlungen. Ein weiterer Aspekt, warum ich dieses Buch von Ihnen wirklich lesenswert finde, ist, weil es auch nochmal die ganze Bandbreite des Vertuschens durch die Verfassungsschutzbehörden, insbesondere durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, deutlich macht, und zwar des Vertuschens der großen Mitverantwortung, die das Bundesamt für Verfassungsschutz dafür hat, dass das Terrornetzwerk ein nationalsozialistischer Untergrund entstehen konnte und dafür, dass es ungehindert migrantischen Menschen und ermordete, dafür, dass es viele Menschen bei schweren Sprengstoffanschlägen verletzen konnte. Und zum 6. Jahrestag der Selbstenttarnung des Kerntrios im November 2011 gehört ja auch der 6. Jahrestag
der sogenannten Operation Confetti im Bundesamt für Verfassungsschutz. Und Sie beschreiben das ja in Ihrem Buch auch sehr deutlich, dass da wichtige Beweismittel vernichtet wurden, und zwar offensichtlich unwiederbringlich. Im zweiten Bundestagsuntersuchungsausschuss ist Lothar Ling, der langjährige Referatsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz, der diese Aktenvernichtung angeordnet hat, als Zeuge vernommen worden. Und es war interessant, weil er eigentlich nichts sagen wollte. Und dann ist ihm seine Vernehmung durch den Generalbundesanwalt vorgehalten worden. Der Generalbundesanwalt hat ihn im Sommer 2015 vernommen. Und da hat er befragt, warum er diese Aktenvernichtung vorgenommen hat, gesagt, naja, er wollte nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, wie viele V-Leute das Bundesamt für Verfassungsschutz im Thüringer Heimatschutz, also der Kernunterstützerstruktur des NSU hatte. Er wollte einfach nicht, dass das ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Jetzt kann man sagen, daraus spricht ein Vorsatz. Man hätte auch erwartet, dass der Generalbundesanwalt in Kenntnis dessen, dass es sich hier um eine vorsätzliche Vernichtung von Beweismitteln handelte, und dass Lothar Ling das eingeräumt hat in der Vernehmung, die Staatsanwaltschaft Köln darüber informieren würde, die nämlich zuständig wäre, dafür ein Strafverfahren einzuleiten oder das Ermittlungsverfahren, was sie schon mal geführt hatten und dann eingestellt hatten, mangels hinreichenden Tatverdacht wieder aufzunehmen. Der Generalbundesanwalt ist gefragt worden, warum sie das nicht getan haben, und hat faktisch achselzuckend zu verstehen gegeben, dass das wirklich nicht ihre Priorität ist. Und es gab mehr als einen Moment in dieser Befragung, sowohl von Lothar Ling als auch vom Vertreter des Generalbundesanwalts, Jochen Weingarten, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie in München die Chance gehabt hätten, diese beiden Zeugen auch nochmal genau dazu zu befragen. Und das war ja leider nicht möglich. Und lassen Sie mich noch einen letzten Aspekt nennen, warum ich wirklich denke, dass das Buch nicht nur von den üblichen Verdächtigen gelesen werden sollte, sondern auch hoffentlich in der politischen Bildung an Schulen und in der Erwachsenenbildung eingesetzt wird. Und das hat was mit dem sehr klaren Benennen von Rassismus zu tun. Und Cem Özdemir hat es ja schon gesagt, es gibt eine Mitverantwortung auch von den Medien dafür, dass der nationalsozialistische Untergrund und die Motive für das Morden des NSU nicht erkannt wurden. Und ich würde sogar noch weitergehen als das, was Sie schreiben. Ich würde nämlich sagen, sind auch unsere eigenen rassistischen Vorurteile gewesen, die dazu geführt haben, dass wir die Polizeipressemeldungen und Mitteilungen zu allem, was die Polizei so mutmaßte, zur Ceska-Mordserie unhinterfragt übernommen haben. Und auch dafür danke ich Ihnen, dass Sie das so klar und präzise in dem Buch benennen. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, ich habe ja sehr frühzeitig Strafanzeige gestellt bei der Staatsanwaltschaft Köln und gegen diesen Beamten, der relevante Akten vernichtet hat. Das wurde mit einer Begründung eingestellt, die ein Zweitsemester-Jurastudent nicht gemacht hätte. Die einfach rechtlich in keiner Weise plausibel war, wo man den Willen der Staatsanwaltschaft erkennen konnte, hier jetzt nicht den Staat anzuklagen. Und wir verhandeln ja vor einem Staatsschutzsenat und wir erleben eine Bundesanwaltschaft und nachgeordnete Staatsanwaltschaften, die tatsächlich dieses Wort Staatsschutzsenat sehr wörtlich nehmen. Hier wird der Staat geschützt. Und deswegen hat die Bundesanwaltschaft im Gerichtssaal immer eine Twitter-Rolle. Auf der einen Seite Anklagebehörde, was die Angeklagten angeht, aber in jeder Phase des Verfahrens darauf bedacht, den Kreis
klein zu halten und möglichst weit wegzuhalten vom Staat. Deswegen sind die beiden ersten Punkte, die ich vorhin genannt habe, wie groß ist der NSU wirklich und die Rolle von V-Leuten so eng miteinander verwoben. Denn wenn man tatsächlich hingeht und sich die Mühe macht, nach links und rechts zu schauen, stößt man vielleicht unweigerlich auf den Staat in der Form von V-Leuten. Und das sollte vermieden werden. Und wenn du sagst, wie geht es weiter, dann gibt es zwei Aspekte. Das Verfahren selber, die Bundesanwaltschaft will die Akte zumachen und zur Tagesordnung übergehen. Das wird ihr nicht gelingen. Wir werden weiter fragen, wir werden weiter nachbohren, wir werden zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, wenn notwendig. Wir werden das machen, wir werden nicht aufgeben. Nicht nur um der Opfer und der Überlebenden des NSU willen, sondern weil ich glaube, dass es wichtig ist für unsere Verfasstheit als Gesellschaft, als Land. Ja? Es gibt kein Land der Welt ohne Rassismus. Es gibt wahrscheinlich auch kein Land der Welt ohne institutionellen Rassismus. Und der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Rechtsstaat ist nicht, dass der eine Rassismus duldet und der andere nicht. Dass der eine Rassismus hat und der andere nicht. Rassismus haben alle. Der Unterschied ist einfach, dass ein Staat erwachsen genug ist, zu sagen, wir haben ein Problem. Dass eine Gesellschaft bereit ist, in den Abgrund zu schauen, auch auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt. Dass man diesem Abgrund standhält und sagt, in diesem Land, in so einem Land wollen wir nicht leben. Und so weit sind wir noch nicht. Es ist immer diese Idee von Staatsräson, das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland in der Welt. Aber es ist doch genau diese Art von Politik, dieses Land auf Land abzerstören von Akten, dieses Lügen, dieses Vorenthalten von Beweismitteln, das führt doch dazu, dass man das Vertrauen verliert, dass man Misstrauen generiert. Diejenigen, die sagen, wir wollen die Staatsräson schützen, beschädigen am Ende die Staatsräson. Und das geht so nicht. Und das andere ist, ich glaube, dass wir uns auch ein Stück weit loslösen müssen von der Idee, dass alles, was mit dem NSU zu tun hat, im NSU-Kontext behandelt wird und dort entschieden wird. Die Themen, die da im Raum stehen, die haben Geltung in der gesamten Gesellschaft. Lassen Sie mich das mal an einem Beispiel nennen. Das Thema institutioneller Rassismus. Es ist ja nicht so, dass dieses Problem irgendwie jetzt weggegangen ist, sondern wir haben dieses Problem jeden Tag. Ich nenne das Racial Profiling. Ein Mensch, der eine andere Hautfarbe hat, der eine dunkle Hautfarbe hat und der ständig grundlos, anlasslos kontrolliert wird. Das ist beschämend für eine Demokratie. So, und wir haben Paragraphen 22 und 23 Bundespolizeigesetz. Da heißt es, die Polizei entscheidet in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei, nach ihrem eigenen Erfahrungshorizont, wen sie kontrolliert und wen nicht. Was ist denn der polizeiliche Erfahrungshorizont? Nun, da wir schon immer Menschen mit einer dunklen Hautfarbe kontrolliert haben und nicht 89-jährige Großmütter, haben wir natürlich auch demzufolge nur in der Gruppe von dunkelhaarigen Menschen Straftäter. Das ist eine Logik, die ist zwingend. So, und dann beruft man sich auf diese Erfahrung und macht weiter. Einer der konservativsten Verwaltungsgerichte in Deutschland, das Oberverwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz, hat gesagt, diese Praxis ist ein Verstoß gegen Artikel 3 Grundgesetz. Und ich habe einige Diskussionen auch gehabt mit Heiko Maas und ich habe ihn immer wieder angesprochen. Ich habe gesagt, wie ist das, verhält es sich mit dieser Regelung? Es kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung zum Kampf gegen rechts aufruft und dann ihre eigenen Hausaufgaben nicht macht. Solche Gesetze gehören nicht in einen Rechtsstaat. Ich möchte, dass sie alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und das fängt damit an, wer kontrolliert wird und wer nicht. Und das, was wir bislang machen, geht halt nicht. So, und dann ist das auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, wenn die Politik dieses Thema nicht ernst nimmt. Das andere Thema ist natürlich die Außenweiterbildung der Polizei. Ja? Und da muss man einfach sagen, dass das ganze Thema Menschenrechte, Grundrechte in der polizeilichen Ausbildung eine zu kleine Rolle spielt. Es muss ein wesentlicher Teil der Ausbildung sein, ein wichtiger Teil der Ausbildung sein und nicht nur ein Thema, das man am Rande behandelt. Und ich glaube, dass man das dann machen muss, nicht nur im Interesse der betroffenen Menschen, sondern auch im Interesse der Polizei. Weil wir haben einen Polizeiapparat, wo wir uns auf die allermeisten Beamtinnen und Beamten verlassen können. Die meisten sind top. Und diese große Mehrheit müssen wir schützen vor der kleinen Mehrheit. Ja? Und es bringt nichts, wenn man als Innenminister sich hinstellt und einfach Probleme bestreitet
oder so tut, als sei das so eine wilde Fantasie von verrückt gewordenen Anwälten und Journalisten. Und letzter Punkt, wer soll die Aufklärung weiter betreiben im ESU-Kontext? Ich glaube, dass da die Zivilgesellschaft gefordert ist. Wir haben zahlreiche Initiativen und in diesem Fall auch die Medien. Wir haben eine Bundesanwaltschaft gehabt, die über Jahrzehnte hinweg behauptet hat, der Münchner Oktoberfestanschlag, der größte Neonazi-Anschlag in der deutschen Geschichte, 1980 in München, sei das Werk gewesen von einem verrückten Einzeltäter. Nazis sind übrigens immer verrückte Einzeltäter, nie Teil einer großen Gruppe. Und es war der journalistische Druck, die nicht aufgehört haben nachzubohren, nachzufragen und 2015 die Bundesanwaltschaft gezwungen haben, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ich hoffe, dass es sich mit der Wahrheit verhält wie mit dem Wasser in einem Bach. Man kann versuchen, es zu stauen, man kann Dämme bauen, man kann Mauern bauen, am Ende findet das Wasser seinen Weg. Und genau das erhoffe ich mir auch in diesem Komplex. In einer Demokratie darf es nicht diese Art von schmutzigen Geheimnisse geben. Cem Özdemir, Mehmet Daimergüler sprach jetzt von den Medien der Zivilgesellschaft und nur ein bisschen, was die Polizeiausbildung angeht, von der Politik. Seid ihr da raus, beziehungsweise müssen wir auf die nächsten Untersuchungsausschüsse warten, oder beziehungsweise ist das der Ort für den Bundestag, dort in der Aufklärung weiterzukommen? Also es gibt ja Empfehlungen, die Untersuchungsausschüsse ausgesprochen haben. Und das wurde ja gerade schon angesprochen, die sind ja nur sehr zum Teil umgesetzt worden. Ich denke da beispielsweise an den Umbau des Verfassungsschutzes. Das kann man jetzt ja nicht wirklich sagen, dass das erfolgreich abgeschlossen wurde, sondern man hat die Stellen erhöht, aber das Grundproblem bis jetzt nicht gelöst. Ich denke an die V-Leute-Führung. Das Problem steht da nach wie vor auf der Tagesordnung. Und für uns war das klar, jetzt retrospektiv, aber in den Gesprächen, die wir da ja bis vor kurzem geführt haben, um die Bildung einer möglichen Bundesregierung, mehr will ich dazu nicht sagen, die nicht von Erfolg gekrönt waren, bekannterweise war das insofern auch ein Thema, weil es für mich immer sehr wichtig war, dass wir da Zugang finden. Also für mich wäre das extrem wichtig gewesen, mal da reinzuschauen, denn die Kontrolle der Dienste ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil der Demokratie, die Stärkung der Kompetenz von Parlamenten, die Dienste zu kontrollieren. Und das ist bei uns extrem unzureichend in der Bundesrepublik Deutschland. Deshalb war das für uns in der Innenpolitik einer der zentralen Punkte, die wir verhandelt haben. Da hätten wir übrigens auch was erreicht, bei allem Streit, den wir mit der FDP sonst immer hatten. Da waren wir uns zufälligerweise mal einig und wollten da gemeinsam die Parlamentsrechte stärken, damit wir da mehr denen über die Schulter schauen können, den Diensten und das Zeug da bekommen. Das hätte mich sehr gereizt, ist jetzt anders gekommen, auch wegen diesem Fall, um da mal reinzuschauen, was da im Einzelnen passiert, wie da gearbeitet wird, wie die Kontrolle ist, wie das aber auch legislativ angelegt, wie das exekutiv angelegt ist. Ich wollte noch eins zu der Debatte von vorhin sagen, wenn ich darf, ein bisschen zur Ehrenrettung mancher. Es gab ja auch welche, die waren auf der richtigen Spur, also wo man es auch jetzt gar nicht unbedingt erwarten würde. Der ehemalige bayerische Innenminister Beckstein hat es ja mal in einem Vermerk, wie man nachlesen kann, ja geschrieben, dass er gesagt hat, sind das nicht Rechtsradikale? Also muss man nicht in die Richtung schauen, weil wenn man jetzt eins und eins zusammenrechnet, gibt es ja eine gewisse Handschrift. So, und das, also zum Beispiel in Köln hieß es ja PKK oder irgendwie Linksradikale oder Drogen oder Ausländerkriminalität. Jetzt weiß man aber aus den Erfahrungswerten, die ja gerne bemüht werden, also die Erfahrungswerte, die ich kenne, zeigen nicht, dass PKKler irgendwie anschließend mit dem Fahrrad wegfahren. Das ist jetzt nicht unbedingt so das übliche Tatmuster. Von daher gab es auch da Hinweise, dass man bei Köln und Nürnberg im rechtsradikalen Bereich mal untersuchen muss, wisst ihr besser. Aber dann haben die halt im Kölner Umfeld gesucht und im Nürnberger Umfeld gesucht, so als ob Rechtsradikale, die in Köln was verüben, nur aus Köln stammen dürfen und nicht von woanders stammen dürfen. Und dann hat man eben das nicht weiter verfolgt. Also was einem das Bild von diesem Land, das ja sonst wirklich ein tolles Land ist, sehr erschüttern kann, ist
auch die Extreme neben dem Löschen, neben dem Schreddern von Akten, das ist ja nochmal ein Fall, da ist es jetzt sehr offensichtlich, dass es offensichtlich um Vertuschen geht, dass jetzt der Verfassungsschutz auf einmal den Datenschutz entdeckt. Zufälligerweise, wenn es um NSU geht, ist doch ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber da gibt es ja noch eine andere Dimension, das ist die offensichtliche Unfähigkeit der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, die Zusammenarbeit zwischen Diensten und Polizei und da das Zeugs vernünftig zu regeln. Das kommt da, glaube ich, auch nochmal erschwerend dazu, dass es ja auch diese Dimension gibt. Es gibt ja mehrere, dieser Fall hat ja viele Dimensionen des Versagens, des Vertuschens und neben dem Vertuschen kommt ja auch nochmal die Dimension des Versagens dazu. Das, glaube ich, ist eine Dimension, die mir ein bisschen zu wenig noch irgendwie erörtert wird. Das ist schon, das ist, was du sagst, schon hohe Mathematik. Es hätte gereicht, wenn die Polizei einfach ihr Handwerkszeug angewendet hätte. Das, was sie gelernt hat in der Ausbildung. Es wird ja noch heute gesagt, ja, wir hatten ja keine Hinweise. Also wenn die polizeiliche Erfolgsarbeit davon abhängt, dass jemand seine Visitenkarte da lässt, dann hätte ich einen Glückwunsch. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, beim ersten Mordopfer, Enver Şimşek, gab es 3 Zeugen, die von 2 Fahrradfahrern am Tatort berichteten. Bei der Ermordung von Habil Kılıç in München 2 Zeuginnen. Bei der Ermordung von İsmail Yaşar 4 Zeugen. Bei der Ermordung von Mehmet Kubaschik in Dortmund wiederum 5 Zeugen. Eine Zeugin sagte, die sahen aus wie Nazis. Es gab immer wieder Hinweise auf 2 Typen in Fahrradklamotten oder mit Fahrradfahrern. Und dann kann man an den Polizeiprotokollen immer so nachlesen, wie die Polizei nachfragt, sahen die denn aus? Ja, so jung, kurze Haare. Südländisch? Nee, nicht südländisch. Sicher? Nein. Und dann wurde es halt weggemacht. Und das ist der Punkt. Der Punkt ist, man muss gar nicht so großen, das ganze große Thema, ja, Kooperation, Bund, Land, Geheimdienst, Polizei, bla bla, sondern man muss der Polizei vorwerfen, dass sie einen extremen rassistischen Tunnelblock entwickelt hatte, der es nicht erlaubte, Leuten, die offenkundig was mit der Tat zu tun haben, nachzugehen. Bei Enver Şimşek sagte ein Zeuge, einer von den 3, ich fuhr vorbei. Da waren 2 junge Fahrer, Männer in Fahrradklamotten. Die waren am Lieferwagen von Herrn Şimşek. Einer war halb im hinten im Lieferwagen. Sein rechter Arm ragte in den Innenraum, ins Dunkel und machte ruckartige Bewegungen und dazu gab es blecherne Geräusche. Dieser Mann beschrieb die Schussabgabe. So, und am nächsten Tag oder 2 Tage später, jetzt muss man sich vorstellen, Mundlos Bönhardt, Çepe sind wieder zurück oder Mundlos Bönhardt zurück in Zwickau. Die lesen die Zeitungen oder schauen die Nachrichten. Die haben ja die Zeitungsartikel gesammelt. Und da heißt es plötzlich, das Opfer wird verdächtigt, Teil der organisierten Qualität gewesen zu sein. Das muss doch für die Nazis wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag am gleichen Tag gewesen sein. Die haben nicht nur einen Kanaken umgebracht, sondern die Polizei hat anschließend den Kanaken auch noch zum Kriminellen gestempelt. Bingo. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Polizei hätte tatsächlich, wie sie immer sagt, in alle Richtungen ermittelt und hätten dann gesagt, möglicherweise ist es ein fremdenfeindlicher Hintergrund. Und als Enver Şimşek umgebracht wurde, ich meine, es wurde angeblich intensiv nach Mundlos Bönhardt und Çepe gesucht, weil das einfach untergetauchte Neonazis waren, von denen man weiß, wie gefährlich die sind. 1,4 Kilo TNT hat man in der Garage gefunden. Hätte man da nicht an einem bestimmten Punkt 1 und 1 zusammenzählen können? 200 Kilometer entfernt sind untergetaucht 2 junge Neonazis. Hier umgebracht ein türkischstämmiger Einwanderer. Man hat das nicht gemacht. Nicht nach dem ersten Opfer, nicht nach dem zweiten und auch nicht nach dem 9. Und das muss man der Polizei da halt an dieser Stelle vorwerfen. Und diese mangelnde Bereitschaft, das auch anzunehmen, diese Kritik, ja, dieses Pseudo- Majestätsbeleidigt sein, ja, dass man es wagt, als Bürger Fragen zu stellen. Das ist schon erschreckend. Und dann im nächsten Schritt liest man dann so Interviews von einem Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft. Da sind immerhin auch einige 10.000 Beamtinnen und Beamte Mitglied. Und er sagt dann im Kompaktmagazin, einem rechten verschwörungstheoretischen Magazin, das kurze Zeit vorher zum Staatsstreich in Deutschland aufgerufen hatte, da gibt der Chef der Polizeigewerkschaft ein Interview und sagt, naja, das ist halt irgendwie in der DNA junger Muslime, dass sie frauenfeindlich sind, homophob sind, all diese Geschichten.
Ich meine, was haben wir denn dann von der Medizin? Also da packt man sich an den Kopf. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass die Politik im Interesse all jener Beamtinnen und Beamten, die jeden Tag einen Top-Job leisten, dass man in deren Interesse diese Themen wichtig nimmt, ernst nimmt, dass man die Ausbildung verändert, dass man auch unabhängige Polizeibeschwerdestellen einrichtet, so wie es andere europäische Staaten schon haben. Und dass man um Gottes Willen nicht das macht, was Schwarz-Gelb in NRW praktiziert. Abschaffung der Kennzeichnungspflicht. Ich meine, in unserer Verfassung steht, dass jeder Bürger Anspruch auf rechtliches Gehör hat. Also jeder kann klagen. Aber wie will man denn klagen, wenn man in einer Gruppe von 50 Beamten und Beamten, die alle maskiert sind, mit Schlagstöcken behandelt wird? Und dann werden die Nummern abgeschafft. Ich finde, das gehört sich nicht im Rechtsstaat. Das sind so viele Themen, die da eine Rolle spielen. Und es gibt wahnsinnig viel zu tun. Und ich glaube, dass die Politik in der Tat dort sehr viel tun könnte. Und ich vertraue darauf, dass die Grünen da beim Thema Bürgerrechten an der Spitze stehen. Und ich glaube, dass man bei diesem Thema dann in der Tat auch einen wie Herrn Lindner an Bord holen kann, theoretisch. Was kann? Jemand wie Herrn Lindner. Letztere mit zwei Fragen. Eigene Erfahrung, mehr will ich dazu nicht sagen. Ich kenne Herrn Lindner auch schon ein bisschen. Dann solltest du es wissen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Stirbt zuletzt, ja, in diesem Fall. Na, ich würde einen Punkt noch zu der scheinbar mangelnden Kooperation von Verfassungsschutz und Polizei im NSU-Komplex sagen. Ja? Immer dann, wenn es darum ging, der Spur der vermeintlichen organisierten Kriminalität nachzugehen, funktionierte diese Kooperation perfekt. Ja? Und zwar auch bei jeder einzelnen Familie bis zum Schluss. Ja? Und Jan, und es gab ein extrem hohes Vertrauen der Polizei in die Einschätzung des Verfassungsschutzes. Es gibt so ein Beispiel, das ich dafür sehr bezeichnend finde. Nach dem Mord an Halit Yozgat war ja irgendwann 3 Wochen später durch journalistische Berichterstattung klar, dass mit Andreas Temme ein Vormannführer des LV Hessen am Tatort war. Zum Tatzeitpunkt, der sich nicht selbst bei der Polizei als Zeuge zur Verfügung gestellt hatte. Das LV Hessen reagierte darauf so, wie Geheimdienste reagieren, nämlich mit einer neuen Lügengeschichte, um die Opferfamilie zu diskreditieren. Die übersandten dann nämlich an die Beamten beim Polizeipräsidium Kassel eine Quellenmeldung. Die Quelle hätte gehört, dass der Vater von Halit Yozgat an Freitagsgebeten in der Moschee in Kassel teilnehmen würde, bei denen zur Blutrache an Andreas Temme aufgerufen würde. Und genau diese Quellenmeldung wurde natürlich nicht hinterfragt beim Polizeipräsidium Kassel, sondern wurde als Grund dafür genommen, um die Telefonüberwachung der Familie Yozgat zu verlängern. Zur Gefahrenabwehr. Monate später stellt sich heraus, was Sie jetzt wahrscheinlich alle nicht so überraschen werden wird, dass der Vater von Halit Yozgat diese Moschee nie von innen gesehen hat. Und es ist wirklich nur ein Beispiel für die Art und Weise, wie Verfassungsschutzämter alles tun, um ihre eigenen Verfassungsschützer zu schützen, aber nicht die Verfassung oder gar die Grundrechte der Betroffenen zu schützen. Ja. Ich will aber noch ein anderes Beispiel dafür bringen, Konsequenzen aus dem NSU-Komplex. Es gab ja noch eine weitere Empfehlung, die auch umgesetzt wurde, des ersten Bundestagsuntersuchungsausschusses, in dem Fall durch Heiko Maas. Seit 2 Jahren sollen Gerichte bei der Strafzumessung bei rassistisch motivierten Gewalttaten Rassismus als ein Motiv würdigen, ja, strafschärfend. Ich habe gerade einen Fall recherchiert von ganz alltäglicher rassistischer Gewalt. Eines von 18 versuchten Tötungsdelikten, die das BKA für das Jahr 2016 als rassistisch motiviert eingestuft hat. Ein pakistanischer Lehrer,
der nach Deutschland geflohen ist, weil er in Pakistan von militanten islamistischen Milizen gefoltert wurde und dann vor ihnen nach Deutschland geflohen ist. Hier Asyl beantragt hat und dem was gelungen ist, was sehr wenigen Geflüchteten in dem Aufenthaltsstatus, den er hat, nämlich er hat einen Arbeitsplatz gefunden. Und von diesem Arbeitsplatz ist er am ganz normalen Sommerabend im August letzten Jahres nach Hause gegangen zum Bahnhof, wartet da auf den Regionalexpress und wird angegriffen von zwei Männern, mehrfach vorbestraft, die sofort auf ihn eintreten, einschlagen, ihn aufs Gleis dieses Bahnhofes stürzen, dort weiter auf ihn eintreten und schlagen, ihn definitiv rassistisch beschimpfen und die dann feststellen, ups, der Regionalexpress kommt gerade, und die sich selber auf den Bahnsteig retten und den pakistanischen Lehrer zum Sterben auf den Bahngleisen liegen lassen. Der Mann hat wirklich, der ist ein Überlebenskünstler, der hat es geschafft, sich aufzurichten und ist nur mit der Schulter von der Lok erfasst worden, nur, lag dann mehrere Tage auf der Intensivstation in Zerbst im Krankenhaus und ist wach geworden und hat es auch geschafft, die Polizei davon zu überzeugen, dass er sich nicht selbst umbringen wollte, sondern dass er Opfer eines rassistischen Angriffs geworden ist. Es gibt einen guten Teil, der darin bestand, dass die beiden Täter tatsächlich gefunden wurden, vor Gericht gestellt wurden. Und es gibt einen Aspekt, der mich wirklich empört hat. Das Gericht hat nämlich gesagt, okay, ja, die Körperverletzung, der Angriff auf diesen Lehrer, der war rassistisch motiviert. Aber die Tatsache, dass sie ihn zum Sterben auf den Gleisen haben liegen lassen, da wissen wir nicht so genau, ob das rassistisch motiviert war. Es kann ja auch eine unterlassene Hilfeleistung gewesen sein. Also sind die Männer nicht wegen versuchten Mordes bestraft worden, sondern wegen versuchten Totschlags. Und der Mann soll abgeschoben werden. Und damit werden die Täter einen zweiten Triumph feiern. Ja. Der Staat vollstreckt das, was sie nicht geschafft haben. Das ist eine Sache, die meiner aus meiner anwaltlichen Praxis eigentlich nicht ungewöhnlich ist. Das ist Realität. Wir haben, mein Kollege Jost von Witzinghausen und ich haben eine Familie aus Syrien als Mandanten betreut. Die leben in Altena. Vater, zwei Kinder, Katholiken, die mit allerletzter Not aus Aleppo geflohen waren vor dem IS. Erste Nacht in dem Haus, wird das Haus angezündet. So, und eine Bekannte, die Kontakt zu Nachbarn, in der Nachbarschaft hatte, sagte, die sind total aufgeschmissen, könntest du dich mal nicht mit denen treffen. Und ich komme gebürtig aus Siegen, das ist in der Nähe von Altena. Altena ist die Stadt, mit dem CDU-Bürgermeister jetzt angegriffen wurde. Und ich glaube, dass dieser Bürgermeister auch deswegen angegriffen wurde, weil die Stadt Altena an der Spitze der Bürgermeister von der CDU hat sich vorbildlich verhalten. Vorbildlich. Vom Feuerwehrverein bis über Fußballverein, die katholische Kirche, alle haben dieser Familie geholfen. Das muss man, also punkto Zivilcourage, toll. Ja. Jedenfalls, wir haben uns diesen Fall angeschaut, Jost von Witzinghausen und ich, und haben uns die erste Frage gestellt, warum ist denn hier die Anklage wegen schwerer Brandstiftung und nicht wegen versuchten Mordes? Die wissen, da lebt eine Familie, die sind auch zu Hause, weil das Licht brennt. Die entzünden ein Feuer, das nur durch einen Zufall nicht voll entbrennt, sondern nun Schwelbrand wird. Beim Rausgehen zerstören sie die Feuermeldeanlage. Der eine ist Feuerwehrmann, oder die beiden Täter, junge Männer. Also wenn ich weiß, jemand lebt in diesem Haus, ich zünde es an, so, dann haben wir eine Beschwerde eingereicht und dann wurde tatsächlich die Anklage geändert auf versuchten Mord, was ja auch schon wichtig ist. Ja. Und dann war die alte Litanei, ja. Ja, das sind junge Männer, die sind nicht, ist alles nicht politisch und die hatten beide so schreckliche Angst um ihre Frauen wegen Köln, Silvester. Das war aber, die Tat war aber 4 Monate vor Silvester, also abgesehen von allen anderen Irrsinnigkeiten. Und dann haben wir so die Akten durchgeguckt, Jost von Witzinghausen und ich, und haben gesehen, ein polizeilicher Vermerk, Handys wurden ausgewertet von beiden und dann zurückgegeben, der Inhalt wurde kopiert, nichts Verdächtiges. Und ich dachte, nee, also so ein Handy, auf dem nichts Verdächtiges ist, das ist seltsam. Wenn Sie mein Handy anschauen, finden Sie verdächtige Sachen.
So, dann haben wir uns mal einen Sonntag getroffen, der Jochen und ich, morgens um 10. Ich habe Kaffee gemacht. Und dann haben wir uns durch die Handys durchgearbeitet. Und dann waren die Woche darauf Gerichtsverhandlungen und die beiden Polizeibeamten, die diesen Vermerk geschrieben hatte, nichts Verdächtiges, wurden dann befragt. Dann haben wir gefragt, sagen Sie mal, was war denn so auf dem Handy? Ja, nichts Verdächtiges. Sie sind vom polizeilichen Staatsschutz, ne? Also die Profis wie politisch, ja. Also wie würden Sie denn verdächtig definieren? Also alles so politisch und so. Aha. Würden Sie sagen, dass Adolf Hitler irgendwie verdächtig ist? Ja. Foto 1. Gleich am Anfang. Ah, müssen wir übersehen haben. Okay. Würden Sie Reinhard Heydrich als verdächtig? Ja. Foto 2. Und dann ging es fort. Auf diesen Handys fand sich nichts. Also man vermisste nichts aus der Welt von Nazis. Die beiden Männer, die so um ihre Frauen besorgt waren, zeigten das Foto einer Bein- und Arm amputierten Frau beim Geschlechtsverkehr mit einem ganz witzigen Spruch, ho, ho, ho. Das ging die Vagina einer schwarzen Frau gegenübergestellt der Vagina einer Stute, eines Pferdes, mit einem witzigen Spruch, ho, ho, ho. Witze über Flüchtlinge, über Muslime, über Türken und alles, die ganze Palette war da. Und dann erzählen die mir, ja, haben wir alles übersehen. Und das kann nicht sein. Da haben wir eine Strafanzeige erstattet gegen die beiden Beamten. Immerhin steht hier der Verdacht einer Strafverhandlung im Amt im Raum. Und dann wurde ermittelt. Und dann kam die NRW-Landtagswahl und eine Woche später wurde es eingestellt. Und das ist Realität. Und jetzt sage ich mal Folgendes. In 99,9% der Fälle, wo Flüchtlinge angegriffen werden, wo es zu Anschlägen auf Heime gibt, sind keine Anwälte da. Und nach unserem Strafprozessrecht hat ein Geschädigter gar keinen Anspruch auf Akteneinsicht, sondern nur der Anwalt. Und ich glaube, dass man in jedem Fall, in dem man einsteigt, Dinge findet. Und das ist eine Schande. Und eine der Sachen, die man machen könnte als Politik, ist, dass jedem Opfer einer Straftat, die möglicherweise einen Hate Crime Hintergrund haben kann, einen Anwalt zur Seite stellt, der sie in die Akte schaut. Die meisten Sachen sehen wir gar nicht. Und deswegen sind auch die ganzen Statistiken, die wir haben, über die Zahl von rechtsradikal motivierten Straftaten verzerrt, weil wir nur einen Bruchteil auf den Tisch bekommen. Und das kann eigentlich nicht sein. Und diese ganze Erfahrung bei diesem Gerichtsverfahren war wahnsinnig frustrierend. Das Einzige, was uns alle da aufrecht gehalten hat, waren die Menschen in Altena, die Wiener Eins da standen und sagten, das wollen wir in unserer Stadt nicht. Und das ist die richtige Antwort, wenn eine gesamte Stadt sagt, das wollen wir bei uns nicht. Ja? Und das ist viel, viel mehr als das, was wir im Gerichtssaal am Ende haben erreichen können, aber immerhin. Und ich glaube, dass dann auch der Fall Altena auch zeigt, dass das die Frage des Anstandes keine Frage des Parteibuches ist. Ja? Dass so ein CDU-Bürgermeister sagt, mir ist doch egal, welche Stimme es sonst in der Partei so gibt, ich tue jetzt was. Und das finde ich vorbildlich. Bevor ich um Ihre Kommentare, Beiträge, Fragen bitte, noch eine Frage an Heike Kleffner. Wir haben jetzt wieder längere Zeit über Staatsversagen oder Beispiele von Staatsversagen oder von Versagen von Staatsdienern gesprochen. Und dann kommt immer auch so schnell oder so sehr bald, ja, die Zivilgesellschaft soll es richten, so nach dem Motto, hier Staatsversagen, hallo Zivilgesellschaft. Das, bei anderen Dingen passiert das ja auch. Ja, abgesehen davon, dass es ja viel zu kurz ist und dass es auch nicht stimmt. Aber was können wir tun? Also politische Bildung, Medien, das haben wir alles ja schon gesagt, so nach dem Motto, wenn diese Empörung nicht reicht, dann reicht auch nicht, was wir bisher gemacht haben. So, was tun? Ja, ich würde das aufgreifen wollen, was Mehmet Daimalgüler gesagt hat. Und mich würde aber auch ein Beispiel für eine wirklich sehr hervorragende und sehr bewundernswerte zivilgesellschaftliche Initiative nennen wollen. Das ist nämlich die Initiative der Freunde und Freundinnen von Uri Jalo, die tatsächlich seit 12 Jahren dran geblieben sind. 12 Jahre lang relativ alleine, nur unterstützt von einer Handvoll von Anwältinnen und Anwälten, immer wieder die gleiche Frage gestellt haben. Nämlich, wie kann es sein, dass ein an
Händen gefesselt und Füßen gefesselter Mann in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Dessau verbrennen kann. Und ich finde, dass die Arbeit dieser Initiative uns allen auch Mut machen kann. Dass es nämlich möglich ist, mit Beharrlichkeit, allen Widerständen zum Trotz, ein Blatt nach dem anderen aufzudecken. Und wirklich allen Widerständen zum Trotz. Und das macht mir auch Mut, wenn ich über die lange Strecke im NSU-Komplex nachdenke. Ich denke, ja, mit Beharrlichkeit und Furchtlosigkeit wird ein Blatt nach dem anderen aufgedeckt werden. Und es wird viele Menschen brauchen, um das zu tun. Es braucht definitiv vor Ort viele Menschen, diejenigen, die Nebenklagevertreter, die Opferfamilien dabei unterstützen. Aber es ist möglich. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt besteht darin, dass es ja jetzt in fast allen Bundesländern unabhängige Opferberatungsstellen gibt, die die Betroffenen rechter und rassistischer Gewalt begleiten. Es ist auch definitiv so, dass mit der Zunahme von rassistischen Angriffen ja, auf täglich mindestens 3 bis 4 diese Opferberatungsstellen jenseits des Limits ihrer Kapazitäten sind. Diese Opferberatungsstellen stellen immer wieder fest, wenn die Betroffenen direkt nach Angriffen gefragt werden, braucht ihr Unterstützung, braucht ihr Hilfe, dann verändert das wirklich alles. Dann verändert es, dann verhindert es nämlich auch so etwas wie nach den Morden des NSU, wo die Angehörigen ja sagen, die soziale Isolation, die Kriminalisierung war wie die Bombe nach der Bombe, wie es die Opfer, die überlebenden Opfer des Bombenanschlags in der Kolbstraße gesagt haben. Ich glaube, es ist möglich, die eigene Scheu zu überwinden, wenn Sie mitkriegen, dass in Ihrer Umgebung Menschen rassistisch angegriffen, beleidigt werden, hinzugehen und zu fragen, wie kann ich dich unterstützen? Und sei es nur, in Anführungsstrichen, die Adresse vom kompetenten Anwalt oder einer kompetenten Anwältin rauszusuchen oder an Beratungsstellen zu verweisen. Lieber einmal zu viel Hilfe angeboten als gar nicht. Das können wir tatsächlich alle tun und wir können alle hoffen, dass die politisch Verantwortlichen ein humanitäres Bleiberecht für Opfer rassistischer Gewalt auf Bundesebene tatsächlich gesetzlich verankern. Das wäre das richtige Zeichen, nämlich dass die Täter sich nicht legitimiert fühlen durch eine staatliche Abschiebepraxis, die jetzt sogar nach Syrien wieder abschieben will, ja. Die deutlich macht, dass die Opfer einen doppelten Schutz brauchen, die Opfer von rassistischer Gewalt. Ja, zunächst einmal, Mehmet, vielen Dank für dieses tolle Buch, aber auch vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz Land auf Land ab, wo du bei Veranstaltungen, Lesungen immer wieder den Finger in die Wunde legst. Das finde ich sehr wichtig, weil heutzutage ist das nicht mehr selbstverständlich. Gehört auch Mut dazu. Anyway, neben all den Aspekten, die ihr hier aufgezählt habt, beschäftigen mich insbesondere zwei Fragen. Und da würde ich gerne eure Kommentare zu hören wollen. Wie schaffen wir wieder Vertrauen her in die Sicherheitsbehörden, in die Polizei? Weil das ist nach diesen ganzen Vorkommnissen, vor allem nach diesem Verfahren in München, auch keine Selbstverständlichkeit mehr. Du hast Racial Profiling genannt als einen Punkt, aber daneben gibt es ja auch etliche andere Dinge, die getan werden müssten, damit eben Vertrauen wiederhergestellt wird. Wie bei dem ersten Untersuchungsausschuss auf Bundesebene hat man sich beispielsweise mit dem Begriff des institutionellen Rassismus immens schwer getan. Der taucht ja im Bericht nicht auf.
taucht auch später nicht mehr auf in den anderen Berichten. Was muss da getan werden? Und was ist mit diesen ganzen merkwürdigen Zeugen, also mit diesen merkwürdigen Todesfällen der Zeugen? Ja, 5 Zeugen sind nach meiner Erkenntnis bislang unter ganz dubiosen Umständen gestorben. Zeugen, die quasi in unmittelbarer Nähe, sei es als V-Männer, V-Personen, in unmittelbarer Nähe zum Trio waren oder vielleicht sogar irgendwann Gewissensbisse hatten und auspacken wollten, Corelli, um ein Stichwort zu nennen. Wie geht es da weiter? Was muss da getan werden? Also es gibt eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass in einem Verfahren, das 4, 5, 6 Jahre dauert und wo es über 900 Zeuginnen und Zeugen gibt, dass Menschen sterben. Ja, und es gibt auch eine gewisse statistische Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch an einer unentdeckten Diabetes sterben, wie im Falle von Corelli. Die Sache ist die, wir sind an einem Punkt, wo viele Menschen einem Sicherheitsapparat fast alles zutrauen. Ja, auch, und darüber reden wir, staatliche Todesschwadronen. Ich glaube, dass es im NSU-Komplex so viele offenkundig offene Fragen gibt, auf die es sich lohnt zu fokussieren, ja? Dass ich dann diese Art von Aspekten als eher kontraproduktiv einschätze. Ja? Aber die Tatsache, dass viele Menschen alles für möglich halten, da dürfen wir uns alle gemeinsam beim Verfassungsschutz bedanken. Also wer auf der einen Seite sagt, wir kooperieren bei der Aufklärung und gleichzeitig Akten vernichtet, der sät Misstrauen, der zerstört Vertrauen. Und wenn der hessische Verfassungsschutz Akten wegsperrt für 120 Jahre, gut, wenn man zynisch ist, kann man sagen, naja, das ist ein Fortschritt. Früher haben sie diese Akten direkt vernichtet, jetzt werden sie zumindest 120 Jahre aufbewahrt, sodass unsere Enkel vielleicht reinschauen können. Aber diese Art von Politik zerstört Vertrauen. Die Verfassungsschutzbehörden sind deswegen in weiten Teilen für mich nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und wir müssen einfach einräumen, dass wir als demokratischer Staat keine effektive Kontrolle haben über die Verfassungsschutzarbeiten. Und zwar auf horizontaler und vertikaler Hinsicht. Wir haben keine Aufsicht, weil wenn die Mitglieder des G10-Ausschusses des Deutschen Bundestags einmal im Monat oder einmal die Woche die Wochenberichte bekommen, dann bekommen sie genau diese Informationen, jene Informationen, die der Verfassungsschutz selber schon ausgesiebt hat und gesagt hat, das gehen wir weiter. Wenn man als Abgeordneter nicht über die Existenz von Informationen und von Akten weiß, dann kann man auch nicht nachfragen. Man ist immer darauf angewiesen, dass man alle relevanten Sachen von den Diensten bekommt. Ich habe aber Zweifel daran, dass das tatsächlich geschieht. Und das Zweite ist, wir haben die Häuser, also die Verfassungsschutzbehörden, aber das gilt auch für den MAD oder für den BND, die haben eine politische Spitze. Präsidenten, Vizepräsidenten, die werden eingesetzt, die bleiben da 3, 4, 5 Jahre und dann sind sie wieder weg und dann kommt ein neuer. Diese Spitzen haben keine effektive Kontrolle über den Apparat selber. Der Apparat, der immer da ist. Und das haben wir besonders eindringlich gesehen bei der Operation Konfetti. Ja, da hat der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz erklärt, mein Amt wird alles tun, um aufzuklären. Und gleichzeitig lief 3 Stockwerke unter ihm die Schreddermaschine. So, und jetzt kann man als Staat sagen, naja, also wenn man Geheimdienste hat, das ist halt so. Ja, wir brauchen Leute, die den Kanal steigen und die riechen dann halt unangenehm. Und dann muss man das aber als Staat, als Gesellschaft dann auch offen benennen. Da muss man sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, dass wir ein Apparat haben, den wir nicht kontrollieren. Aber was man nicht machen darf, ist so zu tun, als hätten wir eine effektive Kontrolle. Und die haben wir nämlich nicht. Das ist so meine feste Überzeugung. Die Frage, wie schafft man wieder Vertrauen? Das ist eine Frage, die sollte man adressieren in erster Linie an die Polizei selber. Die Polizei selber muss sich darüber überlegen, wie können wir wieder Vertrauen schaffen. Das ist ja nicht unsere Aufgabe als Bürger, denen zu sagen, wie sie Vertrauen schaffen sollen. Ich kann Ihnen nur eine Sache sagen, ich war einigermaßen überrascht. Vor 4 Wochen gab es hier in Berlin eine große Aufregung, eine anonyme Audiobotschaft eines Polizeiausbilders, der über seine eigenen Schüler sagt, alles Türken und Araber, alle faul, saudumm, respektlos. Und statt als von Seiten der Politik hinzugehen und auch von Seiten der Polizei und zu sagen, wer ist denn dieser
Mensch, der in rassistischer Art und Weise seine eigenen Schüler beschimpft, geht man hin und macht auf Antrag von AfD, FDP und CDU eine Sitzung im Abgeordnetenhaus und diskutiert über die unmöglichen Zustände bei den Studierenden, statt mal zu fragen, wen haben wir eigentlich hier im Hause als Ausbilder? Und weil das kann ich auch sagen, ich bin in der Polizeiausbildung. Das ist so mein persönlicher Beitrag, dass die Dinge sich verbessern. Und ich habe einen anderen Eindruck von den Beamtinnen und Beamten, die bei mir in der Ausbildung sind. Das sind überaus engagierte junge Menschen, die häufig ganz, ganz andere Vorstellungen haben von dem, was Recht und Ordnung angeht. Aber dann sind das auch spannende Diskussionen, die sich auch überzeugen lassen. Und da kommt so ein Rassist, schickt eine anonyme Botschaft und alle laufen ihm hinterher, statt mal diesen Vorgang als solches in Frage zu stellen. Nicht alle, es gibt auch gute Ausnahmen. Wir haben hier Benedikt Lux, der ja im Abgeordnetenhaus genau die richtigen Initiativen auch ergriffen hat. Das geht so nicht. Und dann müssen sich auch die Polizeigewerkschaften, die sich in dieser Frage genau so positioniert haben, nämlich wir müssen über die Zustände reden, die müssen sich auch mal an die Nase fassen und fragen, schaffen wir so Vertrauen? Und letzter Punkt, es wird immer von der Polizei gesagt, naja, wir haben ja jetzt so einen hohen Anteil von Migranten unter den Jungen und in den Ausbildungen. Stimmt ja, ist ja eine gute Entwicklung. Nur, institutioneller Rassismus, das sind Vorschriften, das sind Abläufe, das sind eingeübte Handlungsstränge, die führen dazu, dass, wenn sie nicht geändert werden, sich die migrantischen Beamtinnen und Beamten sich an dieses System anpassen, statt dem zu ändern. Und deswegen sollten wir an der Stelle ansetzen und sagen, das reicht nicht alleine, sondern wir müssen über die Phänomene des institutionellen Rassismus sprechen. Und ganz ehrlich, ich würde mich auch freuen, wenn wir nicht nur Streifenpolizisten mit Migrationshintergrund haben, vielleicht auch mal einen Präsident oder Vizepräsidenten. Und noch besser wäre es, wenn wir mehr Frauen in den oberen Diensträngen hätten, weil auch eine empirisch belegbare Erkenntnis, wenn Frauen in Führungspositionen bei der Polizei sind, geht weniger viel schief. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgedrückt habe, aber das, Sie verstehen, was ich sagen wollte. Ergänzungen von eurer Seite? Cem Özdemir, Heike Klöffner? Ich glaube, das mit den Frauen kann man auch auf andere gesellschaftliche Bereiche ausdehnen. Das muss man nicht nur auf die Polizei beschränken, aber da hast du recht. Ich wollte sagen, anknüpfend an das, was Özcan gefragt hat, ich glaube, ganz entscheidend die wirksame Kontrolle der Dienste im Parlament, die ist einfach extrem wichtig. Dafür müssen die Kompetenzen gestärkt werden der entsprechenden Kommission. Die müssen Möglichkeiten haben, mit Mitarbeitern reinzugehen. Das können sie nicht. Was soll ein einzelner Abgeordneter bei einer riesigen Behörde mit Tausenden von Leuten machen? Das ist völlig ausgeschlossen, dass es da eine wirksame Kontrolle geben kann. Das kann man ändern. Andere Länder, die USA, bei aller Kritik, die man da sonst haben kann. Aber da sind die Kontrollbefugnisse im Parlament wesentlich stärker ausgeprägt und in die Richtung, glaube ich, muss man gehen. Ich will nur ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir reden seit der letzten Bundestagswahl über einen anderen Bundestag. Wir reden über einen Bundestag, wo die drittstärkste Fraktion die AfD ist. Das heißt, die sitzt dann da überall mit drin, das muss man wissen. Und ist sicherlich da auch nochmal ein Aspekt. Trotzdem ist es entscheidend, dass die Mitwirkungsrechte des Parlaments und Kontrollrechte gestärkt werden. Zur Polizei ist ideal einer demokratisch verfassten Gesellschaft muss es immer sein, dass für alle gesellschaftlichen Bereiche gilt, dass sich der Querschnitt der Bevölkerung dort findet. Das gilt auch für die Polizei als Ideal. Das gilt für Männlein, Weiblein, das gilt für die Zusammensetzung Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne. Es gilt aber auch für die Schichtung der Gesellschaft, was die Einkommensschichten etc. angeht. Davon sind wir noch ein großes Stück entfernt. Das gilt auch für die Politik, das gilt für andere gesellschaftliche Bereiche, das gilt übrigens auch für den Justizapparat ausdrücklich, da wäre das auch ein ganz wichtiger Punkt. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass wir in der Politik auch dazu beigetragen haben, die Polizei kaputt zu sparen in den letzten Jahren. Das hat nicht dazu beigetragen, dass die Dinge da sich zum Positiven verändert haben. Zur Wahrheit gehört auch, dass man erfolgreiche Dinge mutwillig von Seiten der Politik auch kaputt gemacht hat. Ich schaue nach Sachsen, da gab es schon mal eine Soko Rex, die hat gut gearbeitet eine Zeit lang. Und das war eine Entscheidung der Politik, die quasi an die Kandare zu nehmen und eine bewusste Entscheidung der Politik, nicht der Polizei, sondern der Politik zu sagen, da gab es mal einen früheren Ministerpräsidenten, der übrigens kein Ossi, sondern ein Wessi war, der gesagt hat, der Sachse als solcher ist unempfänglich für Rechtsradikalismus. Also der Sachse ist besonders immun quasi dagegen. Kann man jetzt nicht unbedingt empirisch belegen.
Also das war ein Politiker, nicht ein Polizist, der das gesagt hat. Und die Entscheidung eben, den Druck zurückzunehmen und auf einmal zu sagen, die Hauptgefahr kommt von links und nicht mehr von rechts, auch das war eine politische Entscheidung, die dann auf die Polizeistrukturen aufoktroyiert wurde. Eine Zeit lang war das in Sachsen durchaus so, dass man da hingepilgert ist, um sich das anzuschauen. Wie war das denn? Ich erinnere mich da noch ganz gut dran, als man an den Tankstellen, wenn die sich versammelt hat, die Versammlungen aufgelöst hat, denen die Springerstiefel weggenommen hat mit dem Argument, das kann man als Waffe einsetzen. Am Tag vor Skinhead-Konzerten hat man die aufgesucht und hat gesagt, Jungs, wir verfolgen euch, wir sehen, was ihr macht. Wenn ihr dann morgen einen falschen Fehler macht, dann gibt es Probleme. Also wenn der Staat das will, wenn ein Bundesinnenminister, ein Landesinnenminister es will und seiner Polizei sagt, wir stehen hinter euch mit einem hohen Verfolgungsdruck auf die rechtsradikale Szene, dann kann er das machen. Er muss es aber halt auch wollen. Er muss sagen, wir stehen da hinter euch und wir haben eine klare Policy, dass wir das in Ansätzen nicht dulden. Dann kann man das auch umdrehen. Aber der Wille muss halt einfach da sein. Und wenn er nicht da ist und wenn man eben sagt, naja, das ist eine Gefahr unter vielen und dann eben mit Ansätzen der Verharmlosung arbeitet, dann wird das nicht. Und letzter Punkt mit den Migranten, da bin ich ganz bei dir, wenn ich es richtig weiß, gab es ja auch sogar bei den Ermittlungen einen, der einen Migrationshintergrund hatte. Ich glaube, in Duisburg war es einer, der selber, also in der Zeit, wo die Morde stattfanden, die sind dann ganz schnell auch im Mechanismus mit drin. Ich habe auch ein ganz grundsätzliches Problem damit. Ich finde, das ist nicht ein zivilisatorischer Fortschritt, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir brauchen jetzt künftig migrantische Polizisten, die sich um die Migranten kümmern. Das ist nicht mein Ideal von einer demokratisch verfassten Gesellschaft, die sich zur Aufklärung bekennt, sondern erstmal brauchen wir Polizisten, die unsere Verfassung schützen und die unser Land schützen und ihren Job machen. Und welcher Herkunft die sind, ist mir erstmal an zweiter Stelle. Im Idealfall müsste es eigentlich so sein, dass jemand mit Migrationshintergrund sich um Kapitaldelikte kümmert oder um Delikte kümmert, die vielleicht gar nichts mit der Herkunft zu tun haben. Und umgekehrt, das gilt ja auch für die Politik, für Medien und für alles. Also Vorsicht bei dem vorschnellen Ruf, jetzt machen wir quasi migrantische Polizisten, die wir irgendwie nach Kreuzberg schicken, weil da so viele Migranten sind. Das ist nicht die Lösung unserer Probleme. Ja, zumal es ja auch tatsächlich Flächenstaaten gibt, in denen der Anteil von Migranten, also und ich denke da tatsächlich an Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, in der Polizei quasi nicht existent ist und wo es aber viele migrantische und geflüchtete Familien gibt, die tatsächlich die Hilfe von Polizeibeamten brauchen, ja, wenn sie angegriffen und bedroht werden. Und das, was wir uns doch alle wünschen, ist, dass die diese Hilfe auch bekommen. Und die Realität sieht aber eben ganz oft nicht so aus. Und mir ist ein Fall vor Augen aus Dresden, nämlich der Fall des Bombenanschlags auf den Imam und seine Moschee in der Dresdner Innenstadt, ja, wo die Moschee ja auch gleichzeitig ein Wohnhaus war und wo der Täter versucht hat, dieses Haus mitsamt der da drin schlafenden Familie eben mit einem Brandsatz und mit Sprengstoff gefüllten Brandsatz wirklich so schwer zu beschädigen, dass er eben auch den Tod dieser Familie in Kauf genommen hat. Und was die Polizei lange Zeit der Öffentlichkeit verschwiegen hat, ist, dass bei diesem Täter, als er dann gefunden wurde, 3,4 Kilogramm weiterer Sprengstoff gefunden wurden, weitere Brandsätze gefunden wurden und dass man definitiv auch davon ausgehen muss, dass der Mann nicht alleine gehandelt hat. Ja? Es war im Jahr 2016. Also, und was ich mir wirklich wünschen würde, und das hat auch was mit politischer Verantwortung rings um die Polizei zu tun, die dann ja nämlich ihre Funde an die Staatsanwaltschaft abgibt, dass das Erkennen und Auffinden von rechtsterroristischen Netzwerken aktuell, dass das auch so benannt wird. Und das eben nicht bei 30% AfD-Wählern,
so getan wird, als wenn das irgendwie ein dummer Jungenstreich wäre. Und wenn wir das nur verschweigen, dann hat es auch nicht stattgefunden. Und jetzt wissen wir ja auch aus Aussagen von Polizeibeamten, zum Beispiel im Verfahren um die mutmaßliche terroristische Vereinigung in Freital, dass dort sehr engagierte Polizeibeamte förmlich darum gebettelt haben, ein Strukturermittlungsverfahren führen zu dürfen und dass sie von der Staatsanwaltschaft, die ganz offensichtlich Order von politisch Verantwortlichen hatte, ausgebremst wurden. Und für diese Beamten wünsche ich mir, dass es eine Polizeibeschwerdestelle gibt, ja, die ihren Namen verdient, die, an die sich nämlich auch diese Beamten wenden können und sagen können, hey, hier läuft wirklich was falsch. Wir werden ausgebremst und ganz offensichtlich soll, um Nestbeschmutzung zu verhindern oder das, was als Nestbeschmutzung angesehen wird, sollen wir daran gehindert werden, effektiv gegen rechte Terrornetzwerke vorzugehen. Vielleicht in die letzte Runde mit reinnehmen, in Anbetracht der vereinbarten Zeit, würde ich gerne noch an alle drei eine Frage stellen und mitgeben. Ja, wir haben immer wieder um Rassismus in Organisationen, in Institutionen gesprochen, debattiert. Wenn wir jetzt sozusagen rausgehen, was ist der nächste Schritt sozusagen? Was machen wir morgen sozusagen? Was können wir jetzt tun, damit wir auf diesem Weg weiterkommen? Was wäre sozusagen ein Punkt, ein Vorschlag, Vorschläge, um weiterzukommen? Vielleicht, Herr Daimler-Güller, ja, es ist schlimm, aber ich, wie gesagt, diese Empörung, die reicht nicht und das reicht sozusagen auch unsere bisherige Arbeit. Wo können wir vorankommen? Ich glaube, dass wir der erste wichtige Schritt ist, anzuerkennen, ja, dass wir ein Problem haben. Und ich vergleiche das immer mit jemandem, der vielleicht ein Alkoholproblem hat und trotz aller Hinweise sagt, ich habe kein Problem. Aber wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, das den Kern unseres Selbstverständnisses trifft. Wir haben ja die Idee, so als Westdeutsche, wir haben unsere Vergangenheit bewältigt, wir haben unsere Vergangenheit aufgearbeitet und wir sind jetzt eine Gesellschaft, die weiter ist. Wir sind sozusagen, haben uns geläutert. Und jetzt kommen da Leute und sagen, Moment mal, so die Idee, die rassistische Grundidee, der Höherwertigkeit und der Minderwertigkeit von Menschen, dieses Einstufen von Menschen, das ist nicht nur immer noch existent, sondern auch in den Köpfen unseres Staatsapparats. Das ist schon ein harter Schritt, das anzuerkennen. Und ich glaube, dass wir da noch nicht so weit sind, das anerkennen zu können. Die Bundesregierung sagt ja bei internationalen Organisationen wie der UN, ja, Rassismus in den Sicherheitsapparat kommt vor, aber das sind Einzelfälle. Statt das strukturelle Problem als solches anzuerkennen. Und ich glaube, dass wir hier den Druck brauchen von der Zivilgesellschaft, von den Medien, auch von den politischen Parteien, die dieses Thema ernst nehmen, ja, oder ernst nehmen sollten. Und ich glaube, dass wenn wir das anerkannt haben, dass wir ein Problem haben, der nächste Schritt eben ist, dass wir nach innen wirken. Nach innen wirken heißt, dass wir an unseren Gesetzen arbeiten müssen, an unseren Vorschriften, an der Außenweiterbildung von unserem Beamtenapparat. Das ist ein weites Feld, aber das ist vergleichsweise noch der einfachste Schritt. Der viel schwierigere Schritt ist, in der Bevölkerung klarzumachen, dass so die Idee einer homogenen Gemeinschaft Murks ist. Weil sie einfach mit der Realität nichts zu tun hat, dass die Vielfalt, die wir heute auf den Straßen haben, nicht nur Teil unserer Lebenswirklichkeit ist, sondern ein guter Teil unserer Lebenswirklichkeit. Dass es gut ist, dass wir vielfältig sind. Dass diese Vielfältigkeit Voraussetzung ist für jede Art von Innovation, für jede Art von Weiterentwicklung.
Und das stört mich immer und immer wieder, ja, dass wir Themen wie Migration immer unter Problemthemen diskutieren, statt unter Chancenthemen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Und ich sage immer was. Wenn ich über den Kurfürstendamm gehe und da eine ultraorthodoxe jüdische Familie sehe, die mir da entgegenkommt und erkennbar jüdisch ist, ja, dann freue ich mich. Dann freue ich mich, dass wir als Land heute wieder so weit sind, dass diese Menschen hier leben können. Natürlich gibt es Antisemiten. Aber dass wir das haben, das ist doch eine tolle Sache. Und ich freue mich darüber, dass wir Einwanderer haben aus über 100 Ländern. Das ist eine gute Sache. Und dass das eine gute Sache ist, dass Einwanderung gut ist, dass Einwanderer unserem Land gut tun, dass wir sie brauchen, ja, noch mehr noch, dass wir sie auch wollen, ja, das kommt mir noch zu wenig vor. Wann hat denn mal ein Bundeskanzler sich hingestellt? Frau Merkel hat es versucht, aber welcher Bundeskanzler hat sich mal hingestellt und hat gesagt, Gott sei Dank haben wir Einwanderer. Vielen Dank für die harte Arbeit, die Sie hier geleistet haben. Macht doch keiner. Und dann wundern die sich, wenn dann irgendwo in Sachsen Leute, Migranten als Problem sehen. Also, wir haben die Aufgabe, dass wir an unseren staatlichen Strukturen arbeiten. Wir haben die Aufgabe, dass wir uns selber auch realistisch einschätzen. Ja, wir sind nicht schlechter als der Welt, Rest der Welt, aber wir sind auch nicht besser. Und letzten Endes noch ein Punkt, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Es ist richtig, wir haben es mit einem Staatsversagen zu tun, mit einem Polizeiversagen, auch mit einem Medienversagen. Aber man, das ist zu abstrakt. Konkret heißt das, wenn ich früher während der Ceska-Mordserie mit meinen türkischstämmigen Freunden zusammen war, mit meinen Geschwistern, für uns war immer total klar, das sind Nazis, das sind Rassisten. Für uns war das klar. Also 9 tote Migranten. Aber da muss man sich die Frage stellen, nein, nicht Mann, ich. Ich persönlich muss mir dann die Frage stellen, was hast du denn mit dieser Information gemacht? Mit dieser Erkenntnis. Ich war ja damals im Bundesvorstand einer Partei. Ist jetzt nicht das mächtigste Amt der Welt, aber da saß auch ein Landesinnenminister. Da wimmelt es von Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten. Ich hätte ja mal einen ansprechen können. Und ich habe es nicht gemacht. Und ich habe es nicht gemacht, ein bisschen aus Furcht, aber auch vor allem auch mit sehr viel Opportunismus. Furcht, naja, du sprichst dann so einen Innenminister an und dann stellt sich heraus, es war ja doch eine türkische Drogenmafia. Und dann stehst du blöd da. Vor allem aber auch Opportunismus. Ich war damals Mitglied der FDP und über Rassismus zu sprechen, bringt auf dem Bundesparteitag der FDP keine Stimmen, das kostet Stimmen. Aber ich wollte ja noch was werden. Ich wollte ja noch Abgeordneter werden oder Staatssekretär oder Senator. Und da heißt es, solche unangenehmen Themen nicht ansprechen. Und diese Mischung aus Feigheit und Opportunismus hat dazu geführt, dass ich ganz persönlich auch geschwiegen habe. Und deswegen ist es zu wohlfeil, wenn ich sage, ja, die Polizei oder die Medien. Ich muss bei mir persönlich anfangen. Und mein erster Schritt war, dass ich bei allen Opfern, Angehörigen, bei allen Überlebenden, die ich getroffen habe, um Vergebung gebeten habe. Für meine Feigheit und für meinen Opportunismus. Und damit kann ich aber nicht aufhören. Das soll mir nicht nochmal passieren, im Kleinen wie im Großen. Und deswegen ist es für mich wichtig, solidarisch zu sein. Solidarisch zu sein mit den Menschen, die in Not sind. Jene Menschen, die alleingelassen werden und die Hilfe brauchen. Wir müssen aufeinander aufpassen. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Und zwar nicht nur begrenzt auf diejenigen, die Leute, die genauso sind wie wir. Wenn man Muslim ist, sollte man als Erste bei der Synagoge sein und die Schmierereien wegzumachen. Wenn man Atheist ist, sollte man sich vor die Moschee stellen. Wenn man heterosexuell ist, sollte man den Lesben, den Transgender-Menschen, den Schwulen helfen, wenn sie angegriffen werden. Wir sollten deutlich machen, dass die Trennung zwischen den Menschen in diesem Land nicht die ist, zu welcher Subkultur man, Suborganisation man gehört und welche nicht, sondern dass wir dieses Land als unser Land ernst nehmen, annehmen, sagen, das ist unsere Heimat, wir wollen so einen Scheiß in unserem Land nicht haben und deswegen machen wir den Mund auf. Und ich glaube, wenn wir denen alle den Mund aufmachen, dann werden wir laut, dann werden wir lauter sein als all diese Schreihälse auf den Plätzen im Freital oder weiß der Teufel wo. Wir sind ein gutes Land, aber wir sind manchmal zu leise. Und wenn wir laut werden und dieses Land als gemeinsame Heimat annehmen, ich glaube, dann schaffen wir das auch. Und ich bin da optimistisch.
Ich hätte eine Bitte an Sie alle. Im Moment läuft der Prozess am OLG München ja noch und es gibt wirklich sehr leicht die Möglichkeit, die Opferangehörigen zu unterstützen, nämlich solange die Plädoyers der Nebenklägerinnen und Nebenklagevertreter stattfinden, finden Sie sich ein auf den Besucherrängen und zeigen Sie, dass Sie sich wirklich interessieren. Und es gibt eine Webseite www.nsu-watch.info von der Initiative NSU Watch. Dort erfahren Sie auch, wann die nächsten Prozesstermine sein werden, wie Sie diesen Besuch ausgestalten können. Und wir müssen ja auch damit rechnen, wenn die Verteidigung plädiert von Zschäpe und Wohlleben, insbesondere von Wohlleben und Emminger, dass dann die Neonazi-Freunde versuchen werden, diese Besuchertribüne zu füllen. Auch dort ist es wichtig, überlassen Sie die Besuchertribüne nicht den Nazis, ja, die nämlich vorhaben, Wohlleben und Emminger zu feiern. Das wissen wir ja. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit zu zeigen, und die ist auch ganz einfach, dass Ihnen die Aufklärung im NSU-Komplex am Herzen liegt. Es gibt noch eine Reihe von Untersuchungsausschüssen, die bei der Arbeit sind. Einer davon findet in Brandenburg statt, ja, in Potsdam sozusagen. Man kann mit der S-Bahn hinfahren und das lohnt sich, weil da nämlich gerade ein wirklich wichtiger Komplex untersucht werden soll. Die Rolle von einem langjährigen V-Mann namens Piato. Das war derjenige, der schon im August 1998 gemeldet hat, das Kerntrio hat schon einen Überfall begangen und will einen weiteren bewaffneten Überfall begehen. Der hat auch klar gesagt, die sind in Chemnitz und er hat auch Unterstützer benannt. Es ist allerdings die Frage, was ist daraufhin passiert? Und das zu untersuchen, ist Kernaufgabe des Brandenburgischen Untersuchungsausschusses. Und nur wenn da viele Menschen sind, wird meiner Ansicht nach auch genügend Druck erzeugt, dass sich die in dem Fall rot-rote Landesregierung, die auch ganz gerne mauert, ein Stück weit bewegt. Und sie können ihre Abgeordneten bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen durch ihre Präsenz. Das macht einen Unterschied. Ich habe dem eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen, sondern vielleicht das Wichtigste, beiden zu meiner Linken und zu meiner Rechten, Heike Kläffner und dem Mehmet Daimergüller, einfach für die wahnsinnig wichtige Arbeit zu danken, was die Zivilgesellschaft angeht, und dem Mehmet für das überaus wichtige Buch, dem ich viele, viele Leser wünsche, aber und Leserinnen und vor allem wünsche, dass die entsprechende Schlussfolgerung daraus gezogen werden. Wenn Sie das Lob von Heike Kläffner und auch von Cem Özdemir über dieses Buch noch im Ohr haben, dann gehen Sie bitte raus und kaufen Sie das Buch, lesen, gehört auch dazu, aber vorher vielleicht auch das eine oder andere kaufen, wenn es denn geht. Ja, die, die Buchhandlung Vorwärts würde sich freuen, wenn Sie das machen würden. Ich möchte mich bedanken bei den dreien hier auf dem Podium, Mehmet Daimergüller, danke für das Buch, danke fürs Hiersein. Danke für die Kommentare, Cem Özdemir, Heike Kläffner. Danke für Sie, für Ihr Interesse an der Veranstaltung und kommen Sie gut nach Hause.